Moin und Mädel, ihr Lieben. Und willkommen zu einem neuen Discord-Gespräch von und mit unserem Lieblings-Ex-YouTuber Mädel Franken, der mal wieder sich mit seinen Fans auf dem Discord unterhält und dabei anscheinend Minecraft nebenbei zockt oder wie er es ja mittlerweile nennt, Minecraft. Warum auch immer, aber da schüttelt es mich, wenn er Minecraft sagt. Deswegen werde ich dieses Wort auch gerade eben zum letzten Mal gebrauchen. Und ja, irgendwie ein bisschen anders, also ein bisschen mit Bewegtbild ist ja auch mal ganz schön, hat man was zu gucken. Das Ganze geht eine Stunde 56 Minuten, das heißt, stellt euch mal auf jeden Fall auf so, ich schätze mal 3 Stunden ein, je nachdem, wie utopisch das Ganze wird. Wir schauen natürlich beim lieben Taddel aus Rasten, wie immer unten verlinkt, falls ihr es ohne Gequatsche hören wollt, euch die besten Stellen nochmal raussuchen möchtet für Screenshots oder anderen Kram, wer weiß. Ja, schnappt euch euer Kuschelkissen, euer Lieblings-Heiß-Kalt-Getränk. Ich habe mir eine ganze Kanne chinesischen Drachentee gemacht, ne? Das ist einfach nur grüner Tee mit Minze, aber mein Teehändler hat ihn chinesischen Drachentee genannt. Deswegen musste ich den einfach mal mitnehmen und trinke den jetzt genüsslich nebenbei. Werde ich ihn mir gönnen und er wird mir hoffentlich helfen, hier 2 Stunden Minecraft zu überstehen mit Reinhard. Also, auf geht's. Dann können die Abonnenten als Aufstand in die Kirche rein? Naja, jeder, der halt auf dem Server ist, ne? Ja. Aber die können sein, dass sie gleich noch alle über den Weg läuft. Aber die können jetzt zum Beispiel nichts kaputt machen, was du gebaut hast. Weil du gemacht hast. Gehen würde das schon. Aber wenn das jemand macht, fliegt er vom Server. Hm. Hat er diese 25 Euro für, ja, hat er eben toll investiert. 25 Euro, das muss man sich mal überlegen. 25 Euro, nur damit er da mit jemandem Minecraft zusammen zocken kann auf dem Server von Reinhard. Ja, also, keine Ahnung. Jeder, der sich diesen Rang holt oder das bei Tippi kauft, müsste eigentlich die Handlungsvollmacht entzogen werden. Der kann auf jeden Fall nicht mit Geld umgehen. Kannst du das nachvollziehen? Also, ich frage mal. Ja, das kann, natürlich kann man es nachvollziehen, ja, logisch. Ich weiß es nicht, nie Minecraft gespielt. Nicht mein Game. Echt nicht? Warum nicht? Solltest du echt ausprobieren. Habe ich das letzte Mal auch schon erzählt, warum Minecraft nicht mein Game ist? Achso, ich war letztes Mal nicht da, tut mir leid. War ich, glaube ich, auch noch nicht da. Doch, also, Chester, du warst da. Spielmechanik ist echt nice. Also, okay, sorry, dann habe ich nicht zugehört. Und gemoddet, ne? Also es gibt so viele fucking Mods für dieses Spiel. Also ich hab das letzte Mal dem Drachen auch schon gesagt gehabt. Ich fand, da gibt es irgendwie so ein Modpack, was man irgendwie spielen kann. Dann sieht das so ultra realistisch aus. Das habe ich bei so einem kleinen Streamer mal auf Twitch gesehen. Da bin ich mal so ein bisschen hängen geblieben. Das hat mich mal gereizt. Aber diese Standard 0815 Grafik, weiß ich nicht. Ich finde, diese Modpack brauchst du NASA-PCs damit. Ich schwör's dir. Ist das so? Kann man nicht eigentlich mit einem Befehl eine andere Anti-Monster-Spawn-Area machen? Ja, du kannst es auch friedlich machen. Zum Beispiel. Aber so eine Area, wo keine Monster spawnen, das geht nicht, soweit ich weiß. Also nicht ohne Mods oder Plugins. Genau. Hat Reinhard jetzt seine tolle Drachenkirche aus Obsidianglas. Das ist wirklich Obsidian, das sei mal dahingestellt. Aber er hat ja sie jetzt tatsächlich auf so einen Spawnpunkt für Monster gesetzt. Das ist ja interessant. Muss halt genug ausgeleuchtet werden. Nein, du könntest, ich weiß, wie du es machen könntest. Entweder machst du den Boden aus Glas oder du platzierst Stufen auf dem Boden. Dann können da keine spawnen. Mhm. Stimmt, Stufen. Wenn du Steinstufen nehmen würdest, könnten die nicht drauf spawnen. Ja, auch mit auch mit den blauen Holzstufen. Ja, genau, aber da macht ja den Boden aus Stein deswegen. Ja, ja. Dann halt Steinstufen. Und was wird der zentrale Punkt in der Kirche sein? Wird das ein Schriftzug sein oder ein Symbol oder Drache? Ja, mal gucken. Soweit habe ich mir noch nicht Gedanken gemacht. Das ist einfach eine Idee, die ist mir heute Nacht spontan gekommen oder heute Morgen, bevor ich mich schlafen gelegt habe. Und dann habe ich halt noch mal eine Stunde gestreamt oder so. Zwei Stunden rein oder hast du gestreamt? Vielleicht machen wir da auch jeden Sonntag dann irgendwie so. Keine Ahnung, Swinger Party Club Dinger, wie heißen sie?
Ich hatte ja mal erzählt, in einem Discord-Gespräch, was so die wesentlichen Bestandteile eines Discord-Gesprächs überhaupt sind. Ja. Es ist zum einen langweiliges Gaming-Gelaber, das haben wir schon mal abgehakt hier, oder beziehungsweise Gaming an sich. Und dann ekelhafte Anspielungen, so wie jetzt, ne, haben wir auch schon abgehakt. Und dann fehlt eigentlich nur noch die neutrale Stimmung oder halt ein Drachi wird angepumpt. Irgendwas davon. Das fehlt noch, aber seid euch sicher, das kommt auch. Diese drei essentiellen Bestandteile eines Discord-Gespräches gibt es eigentlich immer. Orgien? Ich habe den Namen vergessen. Bitte? Orgien? Genau, richtig, Orgien. Ja, vielleicht treten da ja auch welche bei, die noch unter 18 sind oder so, Drache. Das war doch bloß ein Witz. Ja, sollte man immer vorsichtig sein, weil dann tun die Hater dir wieder irgendwas. Also, ja, die Hater, ne? Die Hater sind natürlich dafür verantwortlich, dass Reinalde diese Gedanken im Kopf hat und die dann ausspricht. Dafür sind auf jeden Fall die Hater schuld. Oder diese ganzen Lustlord-Videos, die er ja gemacht hat, da sind auch die Hater dran schuld. Und diese ganzen anderen Ü18-Videos, die Reinalde rausgehauen hat, da sind auch die Hater dran schuld. Sein Blog, ne, den er geschrieben hat, sind auch die Hater dran schuld, natürlich. Weil ja, sind immer die anderen dran schuld für seine Verfehlungen, die er so begangen hat. Und als er damals auch sein PH-Account auf YouTube verlinkt hatte und YouTube ihn erstmal gedroht hat mit der du, ne, so macht man das aber nicht. Da waren auch natürlich die Hater. Ach, ihr wisst es. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es sind immer die Hater dran schuld, wenn Reinalde wieder mal solche ekelhaften Anspielungen macht und seine kranken Gedanken und Fantasien im Kopf hat, die dann laut hinausplärrt in die Welt und dann sagt, ja, aber Hater. Dass man dann in Minecraft irgendwas macht. In Minecraft. Ich überlege, ob ich hier eine Wand reinziehe, dass man hier quasi so einen Vorraum hat. Mhm. Ich würde den Boden nicht noch größer machen, weil dann wirkt die Kirche irgendwie kleiner. Ja. Wie meinst du das? Also ich würde jetzt das so machen. Eins höher, also ich würde es nur eins höher machen, weil es ging darum, dass man von hier außen, reinlaufen kann quasi und so musst du dann wieder runterlaufen und deswegen sage ich auch gerade, das wollte ich gerade eben erklären, würde ich jetzt das so machen, zum einen will ich höher eigentlich wegen den Laternen, weil dann sind die Laternen, muss ich nicht bis in den Raum runterhängen, dass du dagegen rennst, dass die heller machen, aber auf der anderen Seite habe ich mir gerade überlegt, das wäre doch eigentlich eine ganz geile Idee, wenn ich jetzt hergehe und hier den Raum zumache, dass man so einen kleinen Vorraum hat, im Prinzip so wie hier, dass man halt quasi so einen Torbogen reinmacht hier, vielleicht ein wenig einen größeren Torbogen als hier. Und dann von hier aus quasi in der Stufe runtergeht. Ja, das wäre cool. Aber mal, so. Hattest du das mal gesagt, warum du eigentlich eine Kirche gebaut hast? Also es gibt ja so viel Gebäude, warum ausgerechnet eine Kirche? Einfach nur, weil ich es witzig fand. Ach so, eine Burg oder sowas. Kann man auch noch machen. Oder eine Moschee, eine Synagoge. Wir spielen ja ganz am Anfang vom Spiel. Wir können ja auch noch. Ne, ich spiele das nicht. Ich frage nur. Wir können ja noch viel, viel mehr machen. Also gäbe ja noch viel mehr Möglichkeiten. Da hättest du nichts dagegen. Jemand, der viele Minecraft-Server betrieben hat, die Kirchen bauen die meisten Leute. Oh Gott, das Ding ist ja voll mit Creepern und so. What the fuck? Ja, noch, ja. Ich arbeite noch dran. Ja, bevor noch was in die Luft springt. Da passiert gar nichts. Also die Qualität von dem von der Übertragung, die ist wirklich so schlecht. Ne? Ich habe schon auf Maximum gestellt bei YouTube, aber es ist halt, ja, so wie es ist. Passiert gar nichts. Das ist eingestellt, dass die nichts machen können. Achso, okay, die kann nichts kaputt springen, ja. Was, die sprengen sich in die Luft, oder was? Hört ihr das auch? Ja, aber er ist ja im Kreativmodus, er ist im Cheat-Modus. Also vielleicht ist mein PC einfach nur mega schlecht und ich habe eine schlechte Internetverbindung, aber Drache, wie du streamst und wenn es so dunkel ist, dann sehe ich halt gar nichts. Ja, das ist bei mir auch so. Bitte? Passiert gar nichts. Boah. Du stirbst halt fast. Das ist ja wie so Terroristen. Boah. Das ist ungefähr, ja. Also hey, ich mache jetzt einfach mal einen Joke, ja. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber. Die sehen aus wie Besucher bei deinem Haus, Drache. Die kommen einfach zu deinem Haus.
Die haben sich zum Glück nicht in die Luft gesprengt. Oh, einer ist gestorben. Das ist gefallen, wie das? Ja, sterben gehört. Ja, das hier ist meine Hütte quasi. Das ist ja quasi mein Survival-Zeug, das ich mir erfarmt habe. Mhm. Hab sogar schon ein paar Dinger gefunden. Dinger? Was hast du für einen Skin? Ja. Meinen eigenen. Zeig mal. Hast du den selber gemacht? Nee, der wurde mir vor ein paar Jahren mal von einem Zuschauer gemacht. Echt? Kann ich mit dir mal sehen? Na klar. Aber ich will mir vorher meine Sachen einsnacken, weil ich habe das jetzt alles da fallen gelassen. Ja. Oh ja, jetzt ist die Auflösung wirklich. Oh Gott. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, also ich sehe nur Pixel teilweise. Ja, ist bei mir auch so, ist gerade wirklich bodenlos. Ja, es liegt daran, weil es so dunkel ist und alles. Ja, daran liegt es. Die Ingame-Helligkeit ein bisschen höher stellen? Stream. Könnte es dann. Ja, so ist besser. Das ist halt blöd, weil der hier jetzt halt hier rumläuft gerade und hier zockt, das ist jetzt halt beknackt für ihn, weil der. Das hat Zeug jetzt hier. Aber der ist doch egal. Also ich finde es jetzt nicht besser. Ich weiß nicht, wie es euch nicht. Ja, vielleicht liegt es auch am Discord oder so. Es liegt am Discord, ja. Das liegt am Discord schon seit einiger Zeit, weil die im Discord, warum auch immer, weil es im Discord irgendwie rumspackt. Ich weiß nicht, warum. Ich gehe davon aus, es liegt an Reinerles toller Internetverbindung. Er hatte ja schon gesagt, dass sein WLAN-Adapter da an dem Laptop Faxen macht. Und ich denke mal, Reinerles Internetverbindung ist einfach Schrott. Ich glaube, die haben einfach die Qualität verringert, weil die Server zu sehr belastet waren. Keine Ahnung, kann es sein. Das spinnt auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Komischerweise nur bei dir. Aber Ebisian, du sollst unbedingt mal Minecraft ausprobieren. Das ist wirklich Top 3 Survival Games überhaupt. Die muss halt die Grafik zusprechen. Ja, stimmt. Aber ich glaube, nach einer Zeit gewöhnt man sich dran. Also, ich würde sagen, Minecraft ist das beste Survival Game überhaupt. Du hast bestimmt auch, ich habe in der zweiten Klasse mit dem Spiel angefangen. Damals noch. Du wahrscheinlich auch relativ früh, oder Chester? Ja, ich bin halt. Da sind wir ja schon. Ja, ich auch. Da sind wir halt stark voreingenommen, weißt du? Für uns ist es Nostalgie. Aber habt ihr mal, wo wir gerade von Survival reden, habt ihr Seven vs. Wild geschaut? Nee, ich fand das auch nie interessant. Weil, Das ist langweilig, irgendwie zu lang gezogen. Ich habe jetzt einen YouTube-Kanal gefunden von einem Mitglied von Seven vs. Wild aus Staffel 2, der macht momentan eine 30-Tage-Survival-Challenge im Norden von Kanada oder sowas. Okay. Mit einem Kollegen zusammen, auch mit einem Extremsprung. Ist das nicht der Fabio Schäfer? Otto Bulletproof? Weil ich glaube, ich kenne den nicht. Ja, Bulletproof. Bulletproof ist das. Ich weiß, wer das ist. Ey, ich persönlich schaue mir gerne Survival an, aber ich finde, dass es irgendwann, das ist genau wie bei dem Naked. Ich fand es am Anfang ziemlich cool. Ist ziemlich cool auch. Oh, bitte, Naked Survival. Das ist doch so gestellt, der Schwachsinn. Ich habe es einmal gesehen, per Zufall sind wir mal drauf hängen geblieben, haben uns eine Folge angeschaut. Also kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht super gestellt ist, Rainer. Ja, das ist tatsächlich Trash-TV. Also das hat mit Survival eigentlich fast nichts zu tun. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall ziemlich cool aufgebaut vom Ding her. Nee, ja, weil die da nackt rumgelaufen sind, ne? Deswegen fand's das so toll, aber nee, das war total bescheuert. Nee, die müssen sich da mit Waffen verteidigen, weißt du? Die haben da zwei Gewehre, einer eine Schrotflinte, der andere eher ein Gewehr. Und dann wurden die jetzt von Bären angegriffen. Oder halt, was ist angegriffen? Die sind da gekommen. Richtig krass einfach, so Survival-Videos. Aber ich würde mich ehrlich gesagt doch nicht mit einer Flinte sicher fühlen vor Bären, weil. Ich glaube, der Typ ist auch Ex-Bundeswehrsoldat. Ne? Er hat das erklärt. Es geht nicht darum, dass Tier. 40 oder so, da bist du ja auch nicht mehr so fit. Also, ja, ist ja egal. Ich sag was dazu. Also, bedingt durch einen Kollegen oder Freund hatte ich viel mit Bundeswehrsoldaten zu tun. Zu sagen, dass jemand Ex-Bundeswehrsoldat ist, heißt in meiner Welt irgendwie so gar nichts, weil die mittlerweile einfach jeden nehmen. Seitdem die Wehrpflicht ausgesetzt ist, ne, nehmen die sich quasi jeden, der da kommt. Und da ist so die Grundfitness, die ein Soldat damals hatte, wo man hat gesagt hat, ja gut, der ist Soldat, ne? Weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt Soldaten schlecht reden, ne? Es gibt Berufssoldaten, die werden natürlich auch schon eher, da sind schon auch
fittere Leute dabei, je nachdem auch welche Einheit du da hast, ne? Da gibt es ja einige, die da Maschinen sind, auf jeden Fall. Ne? Aber es gibt auch Soldaten, die auch über die 100 Kilo wiegen. Habe ich auch schon gesehen. Ne? Aber ja, gut. Ne? Wobei man als Soldat natürlich so ein bisschen Grundkenntnisse im Survival, denke ich mal, besitzen sollte durch Bivakieren und alles, was man ja natürlich in der Grundausbildung vermittelt bekommt, sollte es einem dann schon leichter fallen. Naja, gut. Aber ich würde jetzt nicht Ex-Bundeswehrsoldat als großes Garant dafür nehmen, dass der jetzt überleben könnte. Ich denke da an eine Person, die ich mal kennengelernt habe als Soldat. Und der würde nicht überleben. Dem gebe ich vielleicht 4 Tage und dann hat er die falschen Beeren gefressen und liegt da irgendwo mit krampfartigem Durchfall. Ja. Ich glaube, der hat es aber auch nicht weit gebracht. Mannschafter und dann raus in die freie Wirtschaft. Claire, der hat gesagt, die Waffe ist nicht dafür da, um den Bär zu töten, sondern um den Bär durch das Geräusch zu erschrecken. Mhm. Dass wenn er in die Luft schießt, dass der Bär dann praktisch das Geräusch halt nicht kennt, weil es ja pure Natur, wo die sind, da gibt es ja keine Menschenseele, dass der Bär dann flieht. Ja. Feier ich funktioniert? Ja, also es hat da funktioniert in dem, was ich glaube, Folge 3 war das. Ja, ist ja voll krass. Und dann haben sie Wölfe gesehen. Deswegen, also ich... Wie lange ist das gezogen? Also bei Seven Wolves Wild gehen ja, die ziehen das ja wirklich. Oh, Rainer, so dein Fenster ist falsch. Was ja irgendwie gefühlt nur was Interessantes. Also wie ist das also, bei... Also das war jetzt, ich weiß nicht, Folge 5 ist jetzt online, ich bin jetzt bei Folge 3 oder sowas. Eine Folge geht eine Stunde. Die schaffen so, ich würde sagen, einen Tag, eine Folge. Und vielleicht noch einen halben Tag vom nächsten. Ich glaube, ich fand Survival-Videos jetzt eher nicht so interessant bis jetzt, keine Ahnung. Hab mich einfach nicht so gecatcht. Ja, fühle ich. Es ist halt wirklich Survival. Also du siehst, wie sie sich nackt im Fluss waschen, du siehst, wie sie selber Beeren pflücken, wie sie selber Beeren-Eintopf machen, all das. Ja, das sieht man ja zum Beispiel auch bei Seven vs. Wild, da gab es ja auch irgendwie Clips wie, keine Ahnung, die so Wölfe gesehen haben, die irgendwelche Tiere zerfetzt haben oder dann Knossi und Sascha Huber Schwanzvergleich gemacht. Ja, aber das sind ja keine... Das ist gestellt. Ja. Also okay. Wölfe, ne? Also wenn du dich mal mit Wölfen beschäftigst, die uns überlebt haben, die haben so Angst vor Menschen, wenn du dich genau auf einen Kilometer oder so näherst, verpissen die sich. Ohne Witz. Das ist so schlimm. Hungrig. Ja, die können dich auf ja, also treten. Grundsätzlich Wölfe oder halt generell Tiere sind schon eher zurückhaltend, ja. Oh, danke. Ich dachte immer, das sind voll die Aggressiven. Nee, ist ein nee gar nicht. Aggressive Tiere haben mehr Angst vor dir als du vor ihnen. Da war letztens eine kurzer Clip auch von einem Wolf, der in eine Großstadt rein ist. Ich glaube entweder in Bremen oder irgendwo so Osnabrück, da die Ecke. Ja, Der ist irgendwie in die Stadt rein und dann ist er durch die Vorgärten gehoppelt und die Anwohner dachten zuerst, es wäre eine gigantische Katze oder Hund, der ausgebüxt ist. Und dann haben sie halt geschaut und dann war das wirklich ein Wolf. Eine gigantische Katze. Und wurde der zum Glück eingefangen und wieder außerhalb der Stadt gebracht. Ja. Aber nicht erschossen. Aus dem Zoo oder Wilder? Ein Wilder. Nee, mittlerweile werden die, mittlerweile kommen die wieder. Also mittlerweile sind die wieder stark am Kommen. Also. Wo, Drache, du hast ja auch oft da draußen geschlafen. Hast du auch Wölfe gesehen? Oft. Nein, Renner hat nicht oft draußen geschlafen. Nö, gehört bei uns oder zumindest, so? Zumindest da in der Ecke, wo ich war, bei uns in der Ecke hat es da keine Wölfe gegeben. Bayern gibt es ja generell also, wenig Wölfe. Eigentlich musst du dir eher Gedanken über Wildschweine machen. Diesen Gefährt. Boah, da hatte ich letztens eine Erfahrung. Ich bin hier auf die Autobahn gefahren. Da war so ein Zubringer und die Autobahn war auf einer Brücke. Also dieser Zubringer ging nach oben. Und zwischen Autobahn und Zubringer war dann so ein Feldkreisel, könnte man sagen, wo halt Bäume standen. Du musst ja einen Kreisel hochfahren dann, ne? So eine Kurve.
Und dann sind von diesem Kreisel zwischen den Autobahnen Wildschweine, eine ganze Wildschweinrotte, so 5 Meter vor meinem Auto entlang. Ach du Kacke, vor Wildschwein muss man echt Schiss haben. Ey, das war groß, das ging mir bis zur Hüfte oder sowas. Ey, wäre ich da reingefahren, der Motorblock hätte bei mir auf dem Beifahrersitz gesessen. Ja, hier kommt das Auto an, ne? Da, wo ich derzeit bin. So ein Ford Ranger, ne, der wäre da einfach, ja, das Monster wäre einfach drüber gefahren. Da haben wir auch einen Wald in der Nähe, da sind auch Wildschweine. Das ist schlimm. Hast du Wildschweine gesehen, Drache? Nee, ne? Du hast keine Wildschweine draußen. Nee, sowas gibt es bei uns in der Ecke nicht. Das letzte Wildschwein, das es bei uns gegeben hat, das ist... Das bezweifle ich. Also Wildschweine gibt es auch in bayerischen Wäldern. Wildschweine, Mittelfranken. Holen wir mal schnell. Nürnberg, Mann von Wildschweinen auf Baum gejagt. Oh Mann. Unfalldrama nach Wellnessurlaub. Hilfe, da stehen Wildschweine auf der Straße. Also, in Mittelfranken gibt es auf jeden Fall Wildschweine. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Es gibt auf jeden Fall ein paar Nachrichten. Schlag mich tot erschossen worden. Was? Irgendwie hat sich 15 Mal oder 12 Mal oder sowas in der Richtung. Ja, Moment. Ach so, die Wildschweine. Irgendwie hat sich 15 Mal oder 12 Mal oder sowas in der Richtung. Ja, da wurde das letzte lebende Wildschwein in Rheinlandes Umgebung wurde da erschossen. So ein Quatsch, Rheinland. Aber weil wir übrigens auch hier nochmal, Rheinlandes Mauszeiger, ne? Riesig. Riesig. Statt von Autos gesprochen haben. Ich krieg. Hier, wollt ihr mal was Witziges sehen? Rainer? Ausreden lassen? Nicht unterbrechen? Dieser Server hat Regeln. Nächste Woche hier ist mein neues Auto. Hier ist ein Creeper. Hier ist ein. Ja. Also, Regeln gelten für andere, aber nicht für den Lord. Ja. Mehr braucht man dazu, glaube ich, gar nicht sagen, oder? Das ist also. Hätte man ihn unterbrochen, Junge, wäre da Turn-Up. Zylon Spawn, Creeper rennt weg. Boah, wow, was für eins wird's? Ich krieg einen Q7. Ein Q7? Ich find's ja klasse, dass da keiner auf Reinalde eingegangen ist jetzt gerade, ne? Super, gut gemacht. Q7. Wow. Was ist das? Das Audi ist ein SUV. Sehr, sehr großer SUV. Aber als Hybrid. Mhm. Das heißt, ich spare mir noch Steuern dabei. Umweltmann. Nicht wirklich. Leasing über Firma oder? Hä? Kaufst du dir das Auto? Privat. Echt? Okay. Also, weiß ich nicht. Ich wüsste nicht, wozu ich ein SUV brauchen würde. Ja. Das lohnt sich? Ja. Das Neuwagen? Ja. Das ist, also. Ich habe ein paar Verwandte, die arbeiten bei so Automobilisten. Ah. Und die kriegen, also ich hab eine Freundin, die arbeitet zum Beispiel, kann ich ja erzählen, die arbeitet beim Daimler. Hm. Und die kriegt teilweise Leasingraten, wenn die sich alle 2 Jahre ein neues Auto kauft. Ey, da wird dir schlecht. Da wird dir einfach schlecht. Hm. Die zahlt die Hälfte von dem, was du als Otto-Normalverbraucher kriegen würdest. Erstmal mit dem Porsche vorfahren. Ja, so haben alle ihre Vor- und Nachteile, ne? Ja. Beamte kriegen zum Beispiel, guck mal, was die für Konditionen bei Krediten kriegen. Ja. Ja klar, die nicht in dem Ofen vor für eine Beamtenstube. Ja. Die arbeiten ja aber auch lebenslang. Wo holst du den? Hm? Welche Farbe hat er? Ich habe mir eine Standardfarbe genommen, weil es preislich ansonsten wirklich teuer wird. Ich habe so Metallic Dunkelblau genommen. Das ist so gerade so noch in der Grenze zu Standardlackierung. Ist das sowas, was schwarz aussieht, wenn es dunkel ist? Ja, genau. Ah, perfekt. Das ist eigentlich ganz nice. Ich hab mir letztens auch ein Auto geholt, also aus Leasing raus jetzt gekauft. Okay. Welches? Ein Zweier BMW. Was für ein Zweier BMW, hab ich noch nie gehört.
Was ich kenne mich auch nicht mit Autos aus, also nicht wundern. Ist das dieser was ist das? Sieht das so aus wie die ehemalige A-Klasse von Mercedes? Dieses komische, oder wie der Opel Meriva, ist das so in die Richtung? Genau. Okay. Halt plus ein neuer. Ja, klar. Gute Ausstattung, billiger Preis, da dachte ich, nehme ich mit. Ja. Ich bin von so Familienkutschen nicht so überzeugt. Wenn ich mal eine Freundin habe oder eine Familie habe oder sowas, dann bin ich, glaube ich, eher so der Kombifahrer. Also guck mal, für mich ist es ganz praktisch. Ich habe ein paar Geschwister, großes Auto. Ja. Das ist das Logischste. In meiner Ex-Firma, da hat sich einer mal einen Firmenwagen, den Seat Alhambra, geholt. Den was? Seat Alhambra. Müsst ihr mal googeln. Alhambra, oder? Ja, das ist dasselbe wie Charando von Seat. Ja. Genau, das ist die Familie Kutschen. Alter, das Ding ist gigantisch. Das hat einen Radstand. Oh, der Server ruckelt ganz schön, der Microsoft-Server. Kann das sein? Wie heißt das nochmal? Seat? Der Stream kann es dann, das ruckelt, ja. Seat Alhambra. Alhambra. Also Ala, A-L-A. Ich hab's. Alhambra. Nee, ich glaube Alhambra, so wie die spanische Festung. Ah, die Dinger. Spanische Festung, okay. Alhambra, das ist Ding. Ding. Das ist, Sieht aus wie ein Auto. Was wollt ihr denn jetzt? Das ist ein Hexenwort. Sieht aus wie ein Auto. Was? Alhambra ist ein Hexenwort. Alhambra ist ein Hexenwort? Keine Ahnung, was Reinhard meint, oder? Ich kann ja mal googeln. Hexe. Hexencode. Hexe. Okay. Alhambra. Ja. Finde ich nichts. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich falsch gegoogelt. Hexencode, Alhambra. Nö. Okay. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Konnte ich jetzt nichts zu finden. Vielleicht erklärt er es ja gleich nochmal. Aber eigentlich ist Alhambra tatsächlich halt die Festung in Granada. Seat ist ja eh ein spanisches Autounternehmen. Ne? Von daher passt das schon. Ja, aber was bedeutet das? Nee, die Alhambra, also das ist auch eine Festung von den Mauren, die ist in Spanien, in Granada. Ich weiß nicht, was es bedeutet, ich kenne es nur aus... Alhambra ist eine Festung von den Arabern, oder? In Spanien. Genau, von den... Also ich kenne es nur... Genau, Granada. Ich kenne es nur aus... Ja, genau. Okay. Da war ich hier schon mal. Ja, Reinhard, keiner interessiert sich für dich. Du quatsch doch immer rein, lass doch erstmal die Leute ausreden. Mache. Schon gut. Okay. Jetzt hab bockig. Wolltest du nicht damals auch eine Dodge Cobra haben, Drache? Ja. Aber das gibt's ja gar nicht, das Auto. Doch, das gibt es. Nein, das gibt es nicht. Echt? Google mal. Ja, ich google es gerade, Dodge Cobra. Cobra. Ja, Dodge hat mit denen gearbeitet. Und wenn du jetzt hier versuchst rumzustressen, dann kriegst du so einen dicken Arschtritt, dass du den noch in der Woche spürst. Ah, sind das solche Eltern? Nee, war nur eine Frage. War einfach nur mal wieder Getrolle. Ich meine, ich bin nicht blöd, auch wenn ich nicht immer darauf reagiere. Ich kann euch einen Film empfehlen, der heißt Le Mans. Der ist mit, wie heißt der? Ist das nicht eine Serie? Nee. Le Mans ist ein Film mit dem Schauspieler von Jason Bourne und dem Schauspieler von Batman von der Arkham Knight-Reihe. Ach, du meinst Ben Affleck und Matt Damon? Nee, nicht Ben Affleck. Und auch nicht... Matt Damon. Ist das Matt Damon? Ich weiß das gar nicht. Ich muss immer sofort an, ich bin Matt Damon, denk. Und von Team America. Es geht darum, dass Henry Ford der Zweite möchte Le Mans gewinnen, weil er von dem Ferrari-Inhaber beleidigt wurde. Und dann engagiert er den, ich glaube, es ist Matt Damon, und dem gehört aber Shelby Limited und sein Auto heißt Cobra. Muss man mal gucken, ist ein bisschen älter. Davon kommt ja Shelby Cobra. Shelby ist ja Dings-Typ, ne? Turbo-Hersteller. Genau. Ach, ich dachte, du meintest DuPont. Nein, nicht DuPont.
Das war so eine gute Serie, oh mein Gott. Und da kommt Cobra her. Aber der Chef von Ferrari, also damals wahrscheinlich noch Enzo Ferrari dann. Genau, du sagst es, ja. War DuPont nicht so ein Chemiekonzern? Ja. Ja, 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 ja. Mit ja. so großen Kassen, ich vergifte alle Leute in meiner Umgebung, Skandal. Ja, da ist Bayer schlimmer, aber geh mal so in die Richtung BASF, das ist so die richtige Ecke. Ah, okay. Oh. Aber sieht schon gut aus, so eine Cobra, ich google das gerade. Hm. Das ist ja der Uhr als Auto mittlerweile, ist ja momentan noch. Ja, würde es ja wahrscheinlich H-Kennzeichen kriegen und alles. Aber gab es ja schon mal eine Neuauflage von dem Auto? Sieht ja ähnlich aus. Die ist bloß neuer. Bitte? Was sieht ähnlich aus? Eine Dodge Viper. Ja, es ist ja eine Viper eigentlich. Die Cobra ist ja eigentlich eine Viper. Das ist das ist in Zusammenarbeit von Shelby und von Dodge gewesen und da Shelby vorher, da Dodge vorher die Viper rausgebracht hatte, oder glaube ich danach. Jedenfalls ist das am Ende dann die das ist quasi die Capri-Variante gewesen von der Viper. Die Capri. Hatte bestimmt auch einen richtig fetten Motor drin, oder? Die amerikanischen Autos, die hatten da immer übelst viel Hubraum, V8 und übelst viel. Ja, logisch. Logisch. Die übertreiben auch komplett mit PS und alles. Ich weiß noch, also übelst viel Hubraum in den 5, 6 Liter. Der Witz ist da, ja. Okay. So, jetzt ja, Reinhard, manchmal ist das so in einem Gespräch. Wenn man den Gegenüber nicht sieht, dann muss man halt kurz warten im Discord. Mensch, aber du kannst ja auch nicht immer wieder reinplärren. Dann wartest du kurz, bis du an der Reihe bist, Mensch. Da hast du doch auch schon die ganzen Leute immer abgemahnt. Ah, das hier könnte sich zu einem leichten, neutralen Discord-Gespräch entwickeln. Mal schauen. Bitte? Einer ist wieder bockig. Die dürfen ja, der Witz ist aber, dass die halt immer so übelst viel Hubraum brauchen und haben, aber irgendwie dürfen sie es nicht fahren. Was? Hm. Wer darf nicht fahren? Die sind halt nicht effizient, ne? Sind die Kisten nicht auch riesig schwer und Nee, gar nicht. Das ist das Problem. Die wiegen halt nichts. Deswegen haben die so einen krassen Anzug. Ach so, echt? Ja. Die haben doch nur so die Muscle Cars oder was? Aber ich meine jetzt so eine generelle, so was man so als die Ami-Kitsche versteht, so was der Amerikaner so auf der Straße hat heute. Ein Ford Ranger? Meinst du so ein S, nee, nicht, was ist das nicht, SUV? Pickup meinst du? Ja, genau, so ein Pickup, ich kam auch nicht auf das. Rainer, deine eine Lampe links hängt niedriger als die andere. Soll das so sein? Ja, die sind riesig und schwer. Mr. Symmetrie. Weil die passen hier in Deutschland gar nicht in die Autolücken rein. Richtig, meine ich, ne? Die kriegst du überhaupt zugelassen. Oh Gott, ich hab schon wieder ein Skelett hier. Hier in Deutschland kriegst du die zugelassen, aber die passen dann halt nirgendwo rein, ne? Also. Ja, Spielstand steht halt auf normal, ne? Alles gut, entspannt. Ist da einer dieser Spinner, der sich tatsächlich diese Minecraft-Mitgliedschaft geholt hat? Ach du meine Güte. Im Ort so ein Fenster und Maurer und Dachdecker Fuzzi hat sich jetzt als Firmenwagen so ein Dodge Ram gekauft. Hm. Mit ganz fetter Werbung an der Seite. Damit es halt auch auffällig ist. Ja, schon ein Monsterding, ne? Also. Ich habe bei mir auch einen, der fährt sowas herum. Viel zu groß. Dodge Ram, ja. Der Dodge Ram, der hat auch wie der von Drache damals, ja. Das ist ein Pickup, aber der hat, glaube ich, auch 7,8 Liter Hubraum. 7 oder 8 Liter, ach du Kacke. Was will man mit so viel Hubraum anfangen? Lasten ziehen so wahrscheinlich. Von 200.000 Kilogramm, Digga. Der ist ja wirklich anders riesig. What the fuck? So, du machst hier lauter Errungenschaften. Ja, ich wäre gerade fast wieder draufgegangen. Ich habe jetzt geschafft, mich zu retten und die Basics anzufangen. Ne, alles gut, ich bin tiefenentspannt, ich bin safe.
Weil safe kann nochmal auf Park stellen, auch weil es hier besser ist gerade. Ja, so. Oh Mann, es ist nicht symmetrisch. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es ist, ja. Park stellen, auch weil es hier besser ist gerade. Reinerle, das müsste einem doch sofort auffallen, dass die zu weit links sind, Mr. Symmetrie. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, so. Das ist irgendwie alles schon merkwürdig, oder? Irgendwas passt auch ganz und gar nicht. Die Fenster sind auch nicht richtig hier. Es ist so ein Finde-die-10-Fehler-Bild ist das eigentlich, ne? Hier oben da, diese Ecke ist falsch, beziehungsweise nicht richtig gegenüber der anderen. Oh, Mann, ey. Der Torbogen ist doch auch nicht mittig, oder? Der ist doch auch irgendwie zu weit nach links gerutscht. Oder, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Er ist zu weit links. Oh, Mann, ey. Good job. So, die Kirche hat schon mal ihren Drachenkopf. Mhm. Ah, schrecklich. Ist ihm das nicht... Okay, das ist zumindest aufgefallen. Gibt es irgendwie Serverregeln? Ist das mit oder ohne PvP? Bilden sich hier Gruppen? Also, es ist an und für sich... Es ist an und für sich ohne PvP. Mhm. Und... Ja, prinzipiell kannst du dich halt... solange du dich halt vernünftig benimmst, wird ja auch nichts passieren im Normalfall. Also kein Griefen und kein... Das heißt, übersetzt, solange du genau das tust, was Reinerle möchte. Nein. Nein, im Idealfall nicht. Okay. Ich frage ja nur, wie hier der kulturelle Umgang ist. Nicht, dass ich was falsch mache. Alles gut. Kulturelle glaub, Umgang. Fest, im Normalfall wirst du sowieso vorher erst einmal gewarnt, denke ich, bevor du einfach rausfliegst. Nö. Meistens nicht. Aber halt darfst du halt nichts abbauen von anderen und so, ne? Also, ja, ja. Was halt andere bauen, wird halt nicht abgebaut, ganz einfach. Dann setz doch Serverregeln fest. Meine Güte. Und so weiter und so fort. Ja. Da, also, ich spreche jetzt wieder Mods an, aber da gibt es auch coole Mods, ne? Dass du dir Zonen machen kannst, einen Home abstecken. Ja, wir wollen jetzt erst einmal schauen, oder ich will jetzt erst einmal schauen, wie wir das machen. Wie gut das ankommt und so weiter. Und wenn man dann sagt, okay, es wird besser oder so, dann sagt man, okay, man vergrößert das Ganze vielleicht noch ein bisschen. Servus, Digga. Salut. Ansonsten schaut mal da mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Hm. Minecraft ist immer eine gute Idee. Kann man wenig falsch machen. Ich tippe drauf, das wird so ein totes Projekt werden. Irgendwann wird Reinhard keine Lust mehr drauf haben. Ich schätze mal so in ein, zwei Wochen. Und dann haben die da 25 Euro bezahlt für nichts. Das stimmt auch. Wer meint ja vorhin schon Minecraft nie ausprobiert und mag man nicht, höre ich häufiger. Auch so, dass die mir sagen, die Pixelgrafik, aber... Welche Grafik das hat, hat ja so ein bisschen damit zu tun, welche Mods und Texture Packs du auf deiner Seite installierst. Du musst deine Grafik und dein Computer hergeben. Ja. Boah, das ist nervig. Hm. Harte Arbeit. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Reinhard baut seine Kirche, ein anderer Dulli ist dabei und baut irgendwas anderes. Reinhard hat da was reingeschrieben, sehr schön. Ja, wir dürfen ein bisschen zugucken. Aber ansonsten alles wie immer. Schön. Sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus bisher. Ich denke, ich ziehe da noch ein, zwei Säulen rein. Macht das.
Es scheinen aber schon mal keine Monster hier drin mehr zu spawnen. Das ist schon mal ein Vorteil. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es so einfach ist. Du bleibst, was hast du gesagt? Okay. Wieso brauchst du die denn da? Ich sag, es schaut schon mal ganz gut aus. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja irgendwie eine doofe Stelle. Kannst du noch einen Altar bauen, oder? Nö. Echt? Okay. Was soll das sein? Na, schau mal. Ist das dieser Opferblock, von dem du geredet hast, wo du die Jungfrauen drauf opfern willst, ne? Hast du ja zumindest in dem einen, was war das? Stream gesagt. Ist das der fertige, oder? Naja, fertig wahrscheinlich noch nicht, aber daran arbeite ich ja. Sieht ja ein bisschen trostlos aus. Weil der Altar ist ja so irgendwie die Hauptattraktion von der Kirche. Ganz fertig bin ich noch nicht. Okay. Ja. Wir brauchen ja einen Ort, um die ganzen Jungfrauen zu opfern. Ah, siehst du, hab ich doch gesagt. Eben, deswegen wäre vielleicht ein großer Altar von Vorteil. Ist das nicht ein bisschen sexistisch? Die Jungfrauen hat nichts mit Frauen zu tun, Leute. Wollte ich gerade sagen. Hä? Jungfrauen bedeutet doch nicht, dass das eine Frau ist. Richtig, ich wollte gerade sagen, das eine hat auch mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Ist das bitte sexistisch? Zumal ich schon gesagt habe, dass unsere Jungfrauen Ofenkäse und so weiter sind. Mhm. Dann ist es doch nicht sexistisch. Der Arme, ey. Ich weiß gar nicht, wie er da auf diese Gedanken kommt. Also, es ist dieses Schulhofdenken, oder? Also, wenn ich jetzt als erwachsener Mann rausgehe und mich mit anderen Leuten unterhalte und ihn irgendwie nicht mag, den anderen mir gegenüber, den anderen Erwachsenen, dann gehe ich doch nicht hin und sage, haha, du bist doch eine Jungfrau. Denke ich, also dann weiß ich nicht, dann denke ich mir so, hä? Okay. Das kann man gar nicht ernst nehmen. Da denkst du dir einfach nur, du redest mit einem völlig Schwachsinnigen, der es nie über die Pubertät hinaus geschafft hat. Mit 34 noch zu sagen, ja, der ist ja Jungfrau, hahaha, ha, ha. Ne, den opfern wir jetzt als Jungfrau. Gut. Okay. Ist halt vielleicht deswegen. Das ist eine Beleidigung. Achso, ist keine Beleidigung. Es ist ja wirklich so traurig. Eine Beleidigung ist es nur, wenn das beleidigend auffasst. Ach so, ach so ist das. Ja gut, Rainer, dann kann ich ja auch sagen, was ich will, ne? Und wenn du das halt nicht als beleidigend auffasst, dann ist es ja keine Beleidigung. Oder? Oder wie verstehe ich das? Ich denke mal, da streiten sich Gerichte schon, obwohl gar nicht so lange drüber, aber es ist, glaube ich, schon relativ gut festgelegt, was eine Beleidigung ist und was nicht. Kann sagen, Jungfrau ist auch eigentlich was Krasses, weil jemand, der Jungfrau ist, hat sich für seinen Liebsten, seine Liebste aufgespart. Das ist eigentlich ein großes Zeichen von ein großes Zeichen der Aufopferung. Von daher. Ist das nicht ein bisschen altmodisches Denken? Also jeder soll doch so sein, wie er ist, meinst du nicht? Natürlich ist, kann es jeder so sein, wie das ist. Aber wollt ihr mir jetzt absichtlich einen Strick drehen? Nein, das ist kein altmodisches Denken. Das kommt darauf an, wie du das selber betrachtest. Du musst immer darauf achten. Glaub mir, in so einer Diskussion hast du mit mir, hast du gegen mich keine Chance. Es kommt immer darauf an, wie du das selbst betrachtest. Nein. Reinhard dreht sich halt die Wörter so rum, wie er möchte und die Bedeutung so, wie er möchte. Ja, die Haut ist kein Organ. Nur mal so. Bin Jungfrau ist eine Beleidigung, wenn ich jetzt jemanden, der über, sagen wir mal, über 20 ist und ich den als Jungfrau bezeichne, dann ist eine Beleidigung, würde ich sagen. Ich würde sagen, so ab 30, ab 34 sollte es eigentlich schon keine Beleidigung mehr sein. Ne, ist einfach nur noch schwachsinnig.
Es ist keine Beleidigung für egal wen, weil es kommt immer darauf an, ob du das als Beleidigung auffasst. Wenn du sagst, du findest das beleidigend, als Jungfrau bezeichnet zu werden, dann kann man auch sagen, ein Mensch, der noch keinen Sex hatte. Das ist höflicher ausgedrückt in der Hinsicht, aber es bedeutet das Gleiche. Kommt also darauf an, wie du es betrachtest. Okay. So. Ist das jemand, der sich für die Ehe aufspart oder was? So, das hier da lang. Diorit. Also wann bist du keine Jungfrau mehr, Drache, wenn man es fragen darf? Hab ich den rausgerufen, das geht dich doch, glaube ich, nichts an, oder? Das wissen wir doch. Du hast es doch öfter gesagt mit 28 rein, oder? So angeblich. Zack, ne? Zack. Aber so richtig zählt es auch nicht. Ah, das sieht kacke aus. Von dem, was er gerade gesagt hat, ist er wahrscheinlich... Ja, noch Jungfrau oder halt Ringer, Bodycount so. Weiß ich eigentlich auch. Echt? Nee, ich glaube nein. Der Rainer hatte doch die Mona und so, da kann er gar nicht mehr Jungfrau sein. Aber da ist nichts passiert. Aber zumindest, er wollte sich ja aufsparen, hat er gerade gesagt. Ja, hat er gerade gesagt, ne? Habe ich nicht gesagt. Er hat gesagt, manche machen das, aber nicht er. Ach so. Ja. Aber heutzutage eher selten, denke ich. Na, Rainer, da fällt dir jetzt auf, dass die Lampen falsch hängen. Wunderschön. Oh Mann. Was mich aber so ein bisschen wundert, ist, dass er nicht irgendwie so eine, Nordisches macht. Ne? Klein. So eine Methalle. Ne? Kirche. Ja, Kirche. Also ich finde, der Altar könnte noch verbessert werden, aber sonst geht's eigentlich klar. Du brauchst noch mehr Fenster, auf jeden Fall. Ja, Fenster. So an der Seite halt noch so ein paar Glasfenster, genau. Ja, Fenster. Ich habe ja von der Einrichtung gesprochen, eigentlich. Und ich wollte immer noch was am Ding machen. Hast du recht. Am Altar vergesse ich die ganze Zeit. Also ich finde, dann so Kirchen kommen auch immer, wie heißen die, Enderstäbe kommen immer sehr gut. Ja, stimmt. Ich wusste gar nicht, dass du so religiös bist, Drache. Ich dachte, du glaubst nicht an Gott. Glaube ich auch nicht. Eine Drachenkirche bauen, keine Christen. Aber wieso brauchst du denn eine Kirche? Na und? Hast du mal was von Sarkasmus gehört? Bist du Christ oder? Sarkasmus. Also von der, bist du getauft oder? Ich bin offiziell getauft. Also, ich weiß nicht ganz genau, inwiefern das sarkastisch sein soll, wenn man eine Kirche baut, als quasi Ungläubiger. Ist da Sarkasmus drin? Eigentlich nicht. Getauft, ja. Okay. Bist du dann eigentlich schon aus der Kirche dann ausgetreten? Weil da kannst du dir auch nochmal Geld sparen. Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Ja. Privatsaal. Oder willst du darauf nicht antworten? Ich bin aus der Kirche aufgetreten, aber eigentlich geht es keinem was an. Privatsache, ja. Okay. Du musst ja auch Anwalt und so weiter einschalten, ne, irgendwie? Du musst ja irgendwie so einen Schreiner setzen. Nein, so ein Schwachsinn. Ja. Nein, da musst du also bei mir musste man mal 50 Euro bezahlen einfach. Aber wie war denn das bei euch? 20, als ihr ausgetreten seid? Ich bin nicht ausgetreten. Das kostet, glaube ich, 30 oder 35 Euro, meine ich. Und in Schleswig-Holstein kostet es, glaube ich, gar nichts. Das kann aber sein. Drache dann kann. Oh, obwohl doch, warte, stimmt. Ich habe meine Zeit, als ich aus der Kirche ausgetreten bin, habe ich in Flensburg gewohnt. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob ich was gezahlt habe. Ich musste aber auf jeden Fall zum Standesamt, glaube ich. Und dann wurde ich gefragt, wollen Sie wirklich aus der Kirche austreten? Warum wollen Sie? Und irgendwie so ein paar Fragen beantworten und dann, ja, ganz sicher, ich möchte aus der Kirche austreten. Und dann hat das so 3 Monate gedauert und wurde es auch auf meinem Gehaltscheck vermerkt, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin, ne? Ja.
kannst du ja eigentlich gar nicht mehr kirchlich heiraten, ne? Ist das nicht so? Hm, richtig. Das genau, wenn man aus der Kirche austretet. Einer von wer sagt denn, dass ich heiraten will? Das war jetzt einfach nochmal. Das so machen wir halt, Chris. War das nicht immer dein Wunsch? Frau heiraten, Kinder kriegen? Naja. Also brauchen wir ja auch eine Frau erstmal. Stimmt. Ja, du hast doch eine Heirat gemacht, oder? Ein Mann. Ne? Vor kurzem erst. Schlüpft ein Drachenei standardmäßig oder muss man irgendwas dafür machen, dass es schlüpft? Das kann nicht schlüpfen. Das kann nicht schlüpfen. Das ist nur so als Dekoration und als krasses Item. Das kann oder nicht schlüpfen. Das irgendwas im End machen, aber. Nein, das kann nicht schlüpfen erst. Nein, das kann nicht schlüpfen. Die einzige Möglichkeit, den Drachen wieder zu spawnen, ist mit Enderkristallen. Ach so. Das war jetzt einfach nur als Item, das man nur einmal bekommen kann, und wenn es einmal verloren ist, kann man doch nicht wiederbekommen. So, auch nur als Deko sozusagen. Oder man braucht was für die Mod Dragonik. Ja, genau, es gibt ein paar Mods, mit denen man es machen kann, aber offiziell hat es zumindest noch keinen Nutzen. Deswegen, mir fällt es immer schwer einzuschätzen, was eigentlich im Vanilla Minecraft überhaupt möglich ist und was nicht. Drache, du könntest zum Beispiel mit Netherrack und dann auf dem Netherrack Feuer machen. Das wird, glaube ich, ganz gut aussehen für den Altar. Gibt's nicht auch hier diese... Das sieht doch gut aus. Zwei Dracheneier. Ja. Männlein und Weiblein für die Zukunft der Drachen. Um die Dracheneier. Drachen zu Dingsen. Du könntest vielleicht zwei Seelensand und dann blaues Feuer auf diesem Seelensand machen. Das wird, glaube ich, auch, also wirklich blaues, großes Feuer. Das hört sich richtig gut an. Glaube ich, echt gut. So Seelensand und dann blaues Feuer, also einfach normales Feuer drauf. Ich hab eine andere Idee. Ja, stimmt, die gibt's auch, aber die leuchten ja kleiner. Ist die Flamme nicht so groß. Gibt's in normalen Minecraft irgendwas, damit man mehr minen kann? Also so, ich kenne das so von Tinker. Das passt doch eigentlich ganz gut. Ich hätte nur gerne den Rauch irgendwie in Rot oder in Blau oder so. Es geht ja nicht um die Leuchtkraft. Wenn du einen Heuballen über dem Lagerfeuer platzierst, kannst du den Rauch, glaube ich, schwächen, aber die Farbe kannst du nicht verändern. Ja, aber wenn ich den da drüber platziere, das verbrennt ja nicht, oder? Nein, das dämpft nur den Rauch, soweit ich weiß. Oder verstärkt ihn, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Irgendwas macht es auf jeden Fall mit dem Rauch. Mhm. Aber wie gesagt, ich würde einfach Seelensand und darauf Feuer, weil das raucht gar nicht und hat eine viel größere Flamme. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist, also ich finde, das sieht bescheuert aus. Larry, ich sehe gerade, du wolltest ja auch den Zugang kaufen. Hast du dir den Zugang schon gekauft? Für den Minecraft-Server? Nee, es gab nämlich heute keine mehr. Ach so. Ja. Als ich geguckt habe, war es ausverkauft. Es gibt jeden ausverkauft. Ich habe es jetzt auf unbegrenzter mal gemacht. Eigentlich sind nur 10 Leute, können nur 10 Leute drauf, aber. Keine Ausrede mehr, Taddel. Ich habe es auf unbegrenzt gemacht, weil die Hater darum getrollt haben. Ja, okay, dann schaue ich morgen mal, weil meine Freundin schläft und mein Portemonnaie ist noch im Schlafzimmer und ich will die jetzt nicht wecken. Was auch im Multiplayer richtig Bock macht, so mit der Community, ist Factorio. Kennt ihr das? Mhm. Welches Spiel? Factorio. Ist das ein Survival-Spiel? Nein. Irgendwie schon. Ist, glaube ich, ein Fabrikspiel. Boah, kennst du Satisfactory? Ja, das ist davon abgeleitet. Das ist so ein geiles Spiel, ich liebe es. Ja, finde ich, guckt mich nicht so. Nee, Factorio ist geil. Das ist mein absolutes Lieblings-Survival-Spiel. Kennst du... Ja, Satisfactory und Survival. Pff. Nee, eigentlich nicht. Satisfactory ist mehr auch wie Factorio ein Aufbauspiel. Ich würde es absolut nicht als Survival-Spiel betiteln. Vielleicht das chinesische Pendant davon, wo du eine eigene, so eine Sphäre um so eine Sonne baust. Wie nennt man das? Dyson Sphere. Wie heißt das? Ah, Dyson Sphere. Muss man aufs Team gucken. Dyson Spheres Project. Okay, ja, vielleicht schaue ich mir mal an, aber Satisfactory war auf jeden Fall echt eins der besten Games.
Also da reist so, du dann mit so Planeten-Craft-Elementen, so ganz viel Spaß mache, so war wirklich, boah. Hm? Ja, aber es ähnelt dem. Hast du Planet Crafter gespielt? Nee, gar nicht. Das solltest du auch mal probieren. Allein von der Grafik her ist schon cool. Kannst du dir mal meinen Stream anschauen. Hust, hust, Werbung, hust, hust. Hab ich ja mal gesehen, aber ich bin halt nicht so oft auf Kick unterwegs, einfach nur. Ah, okay. Das ist nicht so eine Glücksspielplattform? Ja, sie wird. Ja, ich hab keine Ahnung. So ein bisschen. Also, eine ganz normale. Es ist eine ganz normale Stream-Plattform. Ah, okay. Es gibt Leute, die das in erster Linie zwar für Ding benutzen, weil sie es auf Twitch nicht mehr dürfen, aber. Genau, so ist das entstanden, ne? Das, also genau, aber deswegen kannst du da trotzdem ganz normale Livestreams drauf machen und ich mache auch keine Dinge, weil ich stehe. Ja. Kick ist eine 1:1 gespiegelte Plattform von Twitch und der einzig große Unterschied ist tatsächlich die lasche Community-Richtlinien und Regeln, die es da gibt, ne? Wie zum Beispiel halt diese ganzen Casino-Streams, die auf Twitch verboten sind, was ich auch gut finde, weil das alles eigentlich in der Regel getürkt ist. Ne? Die werden dafür bezahlt, dass sie in diese Casino-Streams Geld reinbuttern und dann da so, oh mein Gott, ich habe hier diese Walzen gedreht und dann gewinne ich hier 10.000 Euro mit einem Mal drehen. Tut mir leid, aber das ist halt einfach nur, ja, Ködern von Jugendlichen. Mehr ist es ja in meinen Augen zumindest nicht. Und es ist moralisch verwerflich. Ne? Ganz, ganz schlimm. Ich finde ja sowieso, dass diese Casinos oder auch diese ganzen Geldspielgeschichten, die es da gibt. Boah. Naja, anderes Thema. Darum soll es gar nicht gehen. Ja, nicht drauf. Nicht cool finde. Ja, Glücksspiel ist uncool. Also gerade das mit Kids machen und so finde ich nicht so cool. Eben. Genau, darum geht es ja. Es ist ja Kick, beziehungsweise Twitch ist ja eine Plattform, die eher von Jugendlichen genutzt wird. Kann man irgendwie die Banner zusätzlich einfärben eigentlich? Ja, klar, da gibt's einen Weberstand. Weberstand brauchst du, um die zu färben. Und dann brauchst du... Banner, also ich meine, Vorlagen, ob man ein Logo oder sowas drauf machen kann, meine ich. Ja, genau. Genau, da brauchst du ein Logo, beziehungsweise ein Logo-Vorlage. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man die macht, aber das kannst du auf jeden Fall alles, glaube ich, am Weberstand machen. Da soll, keine Ahnung, schau dir vielleicht ein kurzes YouTube-Tutorial an. Ich bin da nicht so gut drin. Ja, vorerst lassen wir das mal so. Und was haltet ihr jetzt von meinem Teil hier? Sieht aus, wenn es 12-Jährige gemacht hat. Der Rauch ist irgendwie unpassend, meiner Meinung nach. Das ist ein Drachen, es muss heiß sein. Also muss es auch rauchen. Ich finde, das passt zu den Dracheneiern. Ich finde, der Drachenkopf sollte da auf jeden Fall hin. Ja, der Drachenkopf ist vorne an der Tür. Ja, der sollte vielleicht, also meiner Meinung nach, an den Altar. Und ich finde, der rote Teppich passt nicht so wirklich, weil alles so ein bisschen in Blau gehalten ist. Ja, aber man hat nun mal einen roten Teppich nach vorne. Aber auch nur in christlichen Kirchen. Das ist ja einfach wo wie Bloodway. Bloodway. Okay. Na, ich meine nicht den roten Teppich, sondern den beim Altar. Die fünf Stück. Achso, den kann man auch einfärben, aber dann würde ich aber nicht Ding machen, sondern ich würde ihn. Dann schwarz. Würde ich nämlich. Schwarz ist schon der Boden. Ich würde ihn in den Grün machen. Grün? Na gut. Ach. Grün wäre. Ne, oder einfach blau. Blau. Ist blaue Teppiche. Ja klar. Dann würde ich, glaube ich, die verwenden. Teppich, genau. Ja, genau. Klar gibt es hier auch ein Blau. Aber dann wahrscheinlich eher die hellblau, ne? Ja, eher diese diamantfarbenen. Ja, das passt jetzt gut. Das sieht jetzt besser aus, auf jeden Fall. Na. Ich weiß ja nicht. Was ist das hier eigentlich? Skulk Sensor. Das gibt's ja nicht mehr. Weißt du, was der Warden ist? Es gab ein Update. Das ist ein neuer Boss. Ich kann den. Das ist der neue stärkste Boss, der kann nicht mit maximaler Rüstung one-hitten. Er ist stärker als zwei Enderdrachen zusammen. Okay. Fliegt er auch? Also was ist nein. Das? Nein, der kann nicht durch Wände abschießen und so, das ist echt krass. Aber okay. Der ist blind, der hört dich nur, wenn du dich bewegst. Da?
Wieso haust du? Okay. Ja, oh, nice. Von mir aus rein, oder? Sehr schön. Ich weiß ja nicht, ich hätte irgendwo in die Ecken geklatscht, aber das hat einer von euch schrecklich aus. 1.7.10 oder so um den Dreh gespielt? Ja. Nicht mit Mods. Infinity Evolved Hardcore. Kenn ich nicht. Oder kennst du Hexer? Nee, sagt mir nichts. Das war damals die größte Mod. Ich habe so, also Mod-Packages, die ganz viele Mods drin hatten, aber dann so Tinkercraft. Und Drache, weißt du, was du noch machen könntest? Du könntest einen Lesestand, so ein Lesepult vorne hinstellen. Dann kann man da so lesen aus dem, also es sieht aus, wie als würde jemand dann ein Buch lesen daraus. Habe ich auch überlegt. Hat er auch überlegt, ja. Wo ist das Lesepult eigentlich? Da kann man dann ein Buch rausgeben und das Buch dann entweder editieren oder Buch mit Feder kann man dann selber reinschreiben und normale Bücher kann man lesen. Wenn du Buch mit Feder mal holst aus dem Kreativmodus, kannst du das da einfügen einfach. Kann man damit auch nicht Ding machen? Villager einen Job geben? Ja, klar, dann werden Villager zu Bibliothekaren, wenn die den... Genau. Hol dir mal Buch mit Feder. Ja, ich bin noch kurz was essen gehen. Soll ich dafür dann in den AFK-Raum gehen? Du musst erst irgendwas reinschreiben und dann da und dann rein in den Lesestand. Rache. Super. Toll. Was? Rache ist Gott? Was? Und kann es jetzt jeder sehen, der da hingeht? Oder du gibst vielleicht noch irgendwie in die Mitte von den Bänken Bücherregale hin oder einzelne Bücherregalblöcke so. Habe ich mir auch überlegt, irgendwas in die Richtung, ja. Das schaue ich mir ja eigentlich an. Das ist doch einfach nur ein Kick-Livestream mit Enderboss, Enderdrachen-Spawner. Ding. Was ist das hier? Das? Die Enderdrachen machen halt Blöcke kaputt, weil die fliegen halt doch alles durch, deswegen. Das war ein Witz, die sollten nichts kaputt machen. Was ist das? Das ist nicht gut. Das ist doch ein Bücherregal. Das ist so ein neues, aber das linke sieht viel besser aus, finde ich. Findest du? Ich fand eigentlich, das ist besser. Echt? Okay, ja, dann kannst du das machen. Weil die Sache ist nämlich, die Bücherregale, die sind ja dann auch schon wieder fast cheaten, wenn sich das irgendeiner abbaut oder so. Ich meine, gut, dann kriegt das sowieso Ärger, aber so macht das dann auch ein bisschen mehr Sinn. Mhm. Bücherregale kannst du relativ leicht herstellen mit ein bisschen Leder. Du kannst... Ja, ich weiß, bevor ich Ärger kriege. Kannst du ja nicht auch Gemälde aufnehmen. Gar nichts darfst du abbauen. Weil ich ja Minecraft-Noob bin. Was macht eigentlich der andere die ganze Zeit? Rainer, gehst du jetzt da schauen? Ich hoffe, er baut die Schanze nach. Mal so eine Frage, wie checkst du das eigentlich, wenn jemand jetzt was abbauen würde? Also würde mich einfach mal interessieren. Steht im Serverlog, wer was abbaut. Ach so. Und dann liest du den ganzen Serverlog? Also sag mal, du bist jetzt 10 Stunden nicht online auf dem Server und dann musst du 9 Stunden... man kann alles zurücksetzen. Also alles, es geht alles. Ja, man kann... Kann man auch durchsuchen und so. Ui. Auch interessant. Wirklich? So, da hat sich jemand eine Höhle gesnackt, wa? Ist hier in meiner Nähe? Muss ja erstmal irgendwo Rohstoffe sammeln. Das Minecraft-Spezi. Rohstoffe sammeln? Ja, in der Nähe von Schluck. Wieso muss er eigentlich Rohstoffe sammeln? Rainer hat doch diesen Cheat-Modus an, oder? Er kann doch alles nutzen, was er möchte. Dann hast du, glaube ich, erhöhte Chancen auf Erze und so. Oder täusche ich mich da? Von diesen Spalten? Hier ist so eine Spalte, Vorsicht. Hoppala. Entschuldigung, habe ich da jetzt irgendwas von dir eingesnackt? Nee. Nö, ach, und selbst wenn. Ein bisschen Moosstein vielleicht. Aber ist nicht schlimm. Ach, das bist du hier. Ach, dann war das andere wahrscheinlich... Gottes Willen, wo bist du denn? Na, ich habe gerade mal mich eine Nacht verbarrikadiert und grab mich gerade nach unten. Auf der Suche nach Ressourcen. Als kleiner Tipp, hier oben ist ein Emerald. Oh, wo? Hier. Ja, gönn dir. Also, wenn du bist, hast du... Na, ich brauche ihn nicht. Ich habe schon drei Emeralds. Hier, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir,
Ach da. Und Rainer hat doch sowieso alles. Ne? Also, das verstehe ich nicht so ganz. Das macht doch keinen Spaß. Wozu denn dann überhaupt so einen Minecraft-Server mit den anderen zusammen machen, wenn du eh alles hast und nichts abbauen musst? Merci. Hier oben. Die Emeralds sind immer so selten. Ne? Die waren ja früher seltener als Diamanten und alles. Da, die wachsen, grade. Die spawnen auf Bergen. Oh Gott, ja, warte, da muss ich erst meine Pickaxe bauen. So. Stimmt, ja. Wer von Vorteil. In welcher Richtung ist jetzt das Spawn? Ich Bombs, glaube, also von dir aus Richtung meine Base und weiter. Aber ich bin mir nicht sicher. Schön. Kennt ihr Idiocracy? Wie ist ihr Name? Nicht sicher. Oh nein! Achso, Idiocracy, ja. Kennt ihr die Szene? Die Doku. Nö. Kennst du nicht? Doch. Bist du weit gelaufen? Boah, was heißt weit? Kann ich schwer einschätzen. Ich sag mal, ja. Das ganze Schneebiom, oder was? Alter. Darf eigentlich jeder im Creative Mode spielen oder nur du? Eigentlich spiele ich auch nicht im Creative Mode. Ich habe das nur wegen der Ding. Eigentlich. Aber nur wegen Ding. Ja, ja. Eigentlich. Na, dann ausmachen und hier zack, zack. Ja, habe ich jetzt vor. Ich bin jetzt dann fertig mit der Ding. Ding. Eigentlich spiele ich auch immer ohne Infinite Bunny Glitch bei GTA. Wie teleportiere ich mich jetzt zum Spawn? Ja, ausmachen und laufen, Reinhard, ne? Ich frage mich, warum YouTube mir den ganzen Tag immer jetzt GTA mit irgendwie 9 Milliarden Traffic-Geschwindigkeit vorschlägt. Ich weiß nicht warum, aber auf einmal sind die ständig in meinem Feed. Okay, ich habe auf 1 raufgeklickt, vielleicht war das der Fehler, aber. Ja, YouTube-Feed ist bodenlos. Also diese GTA-Satisfying-Videos sind auch so cool, so Car-Crashes und so. Hab ich auch manchmal. Also da am liebsten mochte ich diese Roleplay-Sachen von den GTA-Sachen. Also ansonsten ist die GTA-Community. GTA-Roleplay hat mich nie interessiert. Also, keine Ahnung, meistens ich gehe in GTA rein, will einfach nur fahren und Leute abschießen irgendwie, keine Ahnung. Ah, okay. Ja, siehst du, genau deswegen mag ich kein GTA, das ist toxische Community. Echt? Ja, mich genau. Beruhigt das voll, ich finde das voll entspannt. Und GTA-RP ist nicht toxisch, du bist auch so. Nee. Also... RP ist doch eigentlich nur GTA ohne NPCs mit echten Spielern, oder? Ja, und die toxisch. Und die tun so, als ob sie ihren Job ausüben würden. Also ich fand es natürlich so jetzt so unpraktisch. So unpraktisch, dass ich jetzt nicht weiß, wo der Teleporter ist. Der Spawn ist. Kannst du nicht / Spawn? Aber... Ich fand GTA immer so komisch. Diese Leute, die das so ernst genommen haben, die sind für mich echt ein Mysterium. Oder jung halt, ne? Junge Leute. Wenn ich jetzt / Spawn Point mache, dann werde ich wahrscheinlich aber hierher gespawnt, ne? Nee, wenn du / Spawn Point machst, dann wirst du da wiederbelebt die nächsten Tage. Und wenn du / World Spawn machst, spawnt da jeder. Ist nicht einfach nur / Spawn? Nee, World Spawn ist da, wo jeder spawnt. Ja, Rainer, viel Spaß beim Suchen. Nee. Ja, wie gesagt, wir haben ja dann Mod-Server, ne? Also, wir haben keinen Mod-Server, das ist ein Ding. Ein Ding. Ja, normal hat man ja so Texture-Packs für die Koordinaten und zum Koordinaten aufschreiben. Rollo, du bist doch in der Nähe vom Spawn, oder? Ich bin am WoW in der Nähe vom Friedhof zum 10. Mal gewiped. Ich habe eigentlich gemeint in die in Minecraft. Ja. Haut doch mal raus, was ihr so für Spiele spielt. Neben Minecraft. Fortnite. Zurzeit No Man's Sky tatsächlich. Fortnite. World of Warships. Mm-mm. World of Warships. Hm? Was ist denn das hier für ein Biom? Hier sind ja lauter Moossteine, was ist das denn? Der Pay-to-Win-Teil geht, also eigentlich brauchst du dir nur so ein relativ, so 6er bis 8er Goldschiff kaufen, reicht schon.
Ja, ich habe mal War Thunder gespielt, aber das hat mir ehrlich gesagt wenig Spaß gemacht. Nee, ja, genau. Das ist halt nur der wenn du Wargaming auf Fisch bestellt hast. Also ich habe früher viel World of Tanks gespielt, habe ich richtig hart gesucht, bestimmt 10 Jahre oder so. Ist das ein Handyspiel? World of Tanks ist doch ein Handyspiel, oder? Nee, ja, das ist dieses Blitz. Nee, ich meine das richtige World of Tanks. Alter, was ist denn hier los? Das sieht schon ganz gut aus auf dem PC. Die bearbeitenden Minen. Gibt es jetzt auch schon mittlerweile das ist auch schon fette Minen, oder was? Ja, das ist mit dem Case und Cliffs Update gekommen vor einem Jahr. Alter, das merkt man, ich spiele zu lange immer Minecraft. Ja, du musst echt wieder mehr Minecraft spielen. Hat dir Minecraft früher viel Spaß gemacht, oder? Früher habe ich es extrem gerne gespielt, aber dann irgendwann war die Luft raus, weil man halt ziemlich viele Leute hatte, die da irgendwie Scheiße gebaut haben und dann waren aber alle auf Servern und dann war es aber meistens so, dass du keinen Bock hattest. Ah, da schon mal, da kommt doch mal eine Küche. Da also, ist doch eine Küche. Ist zumindest schon mal ein schöner Spawnpoint. Also, ich sehe sie, ich weiß gar nicht, ich sehe sie gleich zum ersten Mal von außen so überhaupt, aber fehlt da nicht irgendwie ein wesentlicher Bestandteil für eine Kirche? Nämlich der Glockenturm irgendwie? Der Kirchturm? Oder? Ne? Also das sieht für mich von außen eher jetzt nicht so wie eine Kirche aus. Ah, ich weiß nicht, ist nicht die schönste Kirche, aber von mir aus. Das ist ein schöner Ding. Wie findest du eigentlich die Idee, so Erklärvideos für Minecraft, wie man was macht oder sowas, auf Odyssey zu veröffentlichen? Ja, ich wollte eigentlich mal fragen. Dafür bin ich nicht geeignet. Nee, das stimmt. Wieso wächst hier plötzlich so hohes Gras? Du könntest ja auch etwas ironisch deinen Platz im Wald bauen. Irgendwo. Dein Lagerplatz. Ich habe einen Lagerplatz, da werde ich jetzt auch gleich, da werde ich jetzt auch direkt hingehen. Ich mache da hier Creative mache ich später irgendwann weiter oder morgen oder so. Wenn ich noch was machen will. Warum nimmst du nicht auf, wenn du spielst? Und so hochladen, oder? Ich habe auch schon eine Folge aufgenommen ganz am Anfang. Aber keine Ahnung. Ich bin jetzt hier drinnen und ich wollte jetzt nicht aufnehmen. So, das nimmst du die Folgen offline auf oder klippst du die einfach aus dem Stream raus? Ach, weiß, jetzt habe ich mein Inventar nicht geklärt. Warte mal. Konnte man das direkt irgendwie klären? Warte mal, hier ist doch irgendwo Lava gewesen. Ich habe doch hier. Oder habe ich da Lava reingehauen? Nö. Du kannst doch einfach alles droppen, das despawnt demnach 5 Minuten. Ich verstehe es nicht. Reinhold hat sich jetzt da so eine kleine Base gebaut. Reinhold hat sich jetzt da so eine Kirche gebaut. Mit dem God-Mode, beziehungsweise dem Cheat-Modus quasi. Und jetzt sagt er, oh nein, mein Inventar ist ja noch voll und nicht geklärt. Also, ich weiß nicht, was sein Ziel ist da. Weil das ist für mich halt kein Erfolg jetzt, das so zu gebaut zu haben mit den Sachen, die man halt durch diesen Cheat bekommt. Also wenn er jetzt da, gut, es kostet natürlich viel Zeit, Ressourcenfarmen und ähnliches, aber das ist halt auch ein Teil des Spiels, ein Teil von einem Aufbauspiel. Ja, das ist ja der Weg dahin, um etwas Größeres zu erschaffen. Und ich finde halt, das gehört irgendwie zum Spiel dazu. Jetzt durch diese Cheats das gemacht zu haben, ich weiß nicht, das würde mich absolut nicht befriedigen. Es gibt ja diese Creative Modes bei verschiedenen Sachen, die ich ab und an ganz gut verstehen kann, wenn man halt noch was ausprobieren möchte und so weiter. Aber das ist ja ein semi-öffentlicher Server, zu dem man sich einkaufen kann. Und Reinerle cheatet sich da die Welt zurecht. Also das, weiß ich nicht, verstehe ich nicht so ganz. Ja, da kommt ja zwischendurch irgendjemand und snackt sich das ein. Ja, nur also, Reiner darf cheaten. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann wäre es vielleicht so, was man als Community machen kann mit Minecraft, so ein Server wäre sowas wie Project Ozone 3 vielleicht. Was ich gerne machen würde, was ich machen wollte, ist, als rausgekommen ist, das wäre Live in the Woods. Das ist doch Scheiße. Ein ganz anderes Spiel, ne? Was?
Live in the Woods? Das ist, glaube ich, auch so ein Update, also Mod. Ah, so eine. Das ist ein Modpack. Modpack so, mit okay, allem drum und dran, da hast du, das ist richtig brutal. Oh, wieso habe ich jetzt, hä, wieso sind jetzt mal, ist jetzt mein Winter doch clear? Hä? Das soll auch richtig schwierig sein, dieses Modpack. Da ist wirklich Überlebenskampf. Ja, aber ich glaube, also ich persönlich bin immer so, wenn ich kurz vorm Sterben bin, dann gehe ich immer Kreativmodus, dann werde ich immer schwach. Echt? Bei zu schwierigen Sachen. Ja, ich kann mich ja schlecht selber regeln. Du hast Fehler, bist du doch besser. Also wenn du dann stirbst, dann... Aber das regt mich so auf, wenn ich sterbe. Manchmal, meistens cheat ich mir dann meinen Stuff zurück. Einfach nur, ja, weil es mich so frustriert. Ja, das nehme ich zu ernst manchmal. Das. Okay. Ja, vielleicht, okay. Ich weiß, aber du siehst das wenigstens ein. Das ist zuerst. Das ist ein Positiver. Achso, es wollte vorhin jemand meinen Skin sehen, ne? Ich werde es euch gleich zeigen. Ich gehe jetzt mal schnell nach oben und... hoffentlich überlebe ich das auch. Den haben wir doch gerade eben gesehen, oder nicht? Im Miniaturformat hier. Ja. Hm. Sag ich euch das mal. So, die Sachen, die ich da habe, sind aber auch alle, wie gesagt, hat auch legal gedingst. Gedingst, ja. Gefarmt. Bin ja aber schon ein paar Tage auf dem Server, von daher. Jo. So, das Einzige, was ich mir halt hier ercheatet habe, sind hier diese Banner. Und hier so Draches Werkstübel. Okay. Das hier ist so Draches Werkstübel. Da kann man dann reinkommen, wenn man Ressourcen hat, und ich bastel dann für jemanden, wenn jemand drauf Wert legt, dass ich ihm was bastel. Sowas wie... Ah, Reinald hat sich seinen eigenen kleinen Stand gebaut. Okay, quasi so ein Shop. Ja, so wie er es ja mal vorhatte in der alten Bulldog-Halle, sowas ähnliches. In deiner, auf deinem Grundstück damals, diese Halle, wo du da dein Werkzeug und so drin gelagert hattest? Zwei doof war ein Gedanke. Hä? Das ist ja ganz normale Werkstatt gewesen. Deswegen frage ich ja. Hä? Nein. Wie? Oh, das war, glaube ich, erstmal alles. Wieso habe ich eigentlich das Eisen da reingeschmissen? Das hätte ich doch längst durchputzeln können. So, mal sehen. Zack. Erstmal meine Rüstung anlegen. So, und dann noch die fette. Wobei, ich finde den Schild echt unangenehm, ne? Wie meinst du unangenehm? Schild, ja, meinst du jetzt zum großen Blickfeld oder was? Genau, ja, der nimmt es vom Blick zu viel weg. Dann gibt es auch Texture Packs, die das klein machen, beziehungsweise unsichtbar. Ja. Es gibt auch Texture Packs, da hat der Schild dann zum Beispiel Drachenlord-Logo drauf. Oder dein Totem ist ein kleiner Drachenlord. Kann ich den Skin sehen? Zeig mal. So, genau, hier. Du kannst also, auch F5 drücken. Kannst Fall du kurz passen. Ausziehen? Na klar. Den sehen wir doch schon die ganze Zeit. Habe auch eine Mütze auf, also meine Haare kann ich aussetzen, dann habe ich quasi ein Bandana auf. Und konnte ich den irgendwie auch drehen, den Charakter? Ja, du kannst, geh mal raus aus dem Inventar und drück F5, dann bist du im Third-Person-Modus. Genau. Und dann nochmal F5, drück nochmal F5, dann hast du dich... Ja, dann habe ich von vorne, genau. Ja. Ich kenne den schon, ja. Soweit kenne ich mich auch aus, ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Ja, weiß ich alles, ne? Aber danke für den Hinweis, ja. Verlassen. Sind das Nietenarmbänder? Meine Güte. Na klar. Nietenarmbänder, schwarze Hosen mit kurze schwarze Hosen, Springerstiefel. Metal. Richtig Metal. Das Einzige, was nicht dazu gehört, ist der Umhang hinten. Der hat früher anders ausgesehen, aber also da gab's, früher hatte ich keinen Umhang, weil zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Umhang. So, was mache ich jetzt? Ja, gute Frage, ne? Ja, versuchen, den anderen Drachen zu schlagen, würde ich jetzt mal sagen. Oh, was? Ja, ich habe gerne mal Eisenrüstung. Erstmal ein bisschen farmen gehen. Erstmal eine Diamantrüstung erfarmen, würde ich jetzt mal sagen. Erstmal würde ich schauen, dass ich an einen Zaubertisch komme, Diamantwerkzeug herbekomme und so weiter und so fort. Ja, also wie gesagt, na, man sieht, ich habe hier auch schon viel gebaut. So, was bringen die Tropfsteine eigentlich? Sehen die nur gut aus, oder? Genau, die sehen nur gut aus.
Warte, gehen wir nochmal zurück. Achso, da war nur Erde. Ja. Ich habe vergessen, Fackeln mitzunehmen. Das ist keine Erde, das ist Stalagmiten und Stalaktiten. Was ist der Unterschied zwischen Stalagmiten und Stalaktiten? Stalagmiten haben ein M in der Mitte. Ja, das war aus Harry Potter. Was ist der Unterschied zwischen Stalagmiten und Stalaktiten? Ich kann mir nie merken, was vor allem der Unterschied ist. Die einen haben ein M in der Mitte. Mhm. So, ich nehme mal was zu fratzen mit und ich hätte gerne mal ein paar Fackeln. Ja, also ganz kurz, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber es ist einfach ein Kick-Stream, den wir uns hier quasi anschauen. Dem Reinerle sich halt seine Welt ercheatet und jetzt sich wieder quasi erstmal auf den normalen Modus gesetzt hat, Survival-mäßig, und jetzt so weitermachen möchte, wie er, ja, wie die anderen halt. Jetzt hat er sich wieder auf sterblich gesetzt, quasi. Ja. Was dahinter steckt, keine Ahnung. Aber bis jetzt eine Stunde pure Langeweile. Und wir haben nur noch 56 Minuten vor uns. Das ist nicht schön. Für alle, die auf den Server kommen, ne, ich weiß ganz genau, wie viele Emeralds ich habe. Ja, wie viele Leute sind jetzt auf dem Server gejoint? Im Moment sind es zwei. Eigentlich sind es vier. Ich, Rollo, ist ja Mod, deswegen hat er hier auch Zugriff. Du bist der Einzige, der es hat von den Mods. Oder einer der wenigen, der es hat von den Mods, deswegen hast du ja gesagt, du willst da auch ab und zu mal reingucken. Wie auch immer, jedenfalls ist er, also außer uns beiden gibt es dann halt noch zwei weitere im Moment. Okay, ja, schade, dass es so teuer ist, weil ich hätte eigentlich echt gern mitgespielt. Tut mir leid, aber das kannst du halt billiger machen, weil sonst hast du hier nur Idioten auf dem Server. Das ist der Grund. Die versuchen ja jetzt schon wieder Scheiße zu bauen. Ach, Reinhard. Es war ja schon billiger. War es? Also, billiger war es nicht, teurer war es, ja. Das war aber ein Tippfehler. Ich hatte es ja auf 35, aber das war ein Tippfehler. Das habe ich ja auch gleich gemerkt dann. Da haben sich anscheinend die ersten beschwert. Jedenfalls habe ich dann direkt von meinen Mods Bescheid gekriegt. Dann habe ich gemerkt, Tippfehler. Mhm. Hat ja gleich geändert. 25 Euro finde ich, aber trotzdem ist es einfach, also, wie gesagt, wer das Geld ausgibt, dem gehört wirklich die Handlungsvollmacht entzogen. Komisch war, dass mir der Tippfehler doppelt passiert ist. Mhm. Doppelt? So. Was haben die jetzt? Du wolltest gerade sagen, was die versucht haben, um den Server zu manipulieren. Die haben nicht versucht, die haben nicht den Server, die haben nicht versucht, sondern die haben gemacht. Und zwar haben die Scheiße gebaut. Jeder. Bei. Wie den gedederst? Nicht mich am Server, sondern auf Ding. Auf Tippi haben sie vorhin jetzt dafür gesorgt, dass man die Aua. Rainer, du rennst das die war, Fackel. Ich, weil ich auf den Ding gestoßen bin, kann das sein? Die Fackel, oder? Ich mit Stalaktiten getreten bin. Kann auch sein. Die haben jetzt Fake-Kaufs gemacht, dass das alles weg ist. Dass quasi nicht mehr so viele Angebote sind. Genau, deswegen habe ich es jetzt geändert. Also nicht so machen, dass sie erst bezahlen müssen und dann den Platz bekommen? Keine Ahnung, was jetzt da bei Tippi war. Oder vielleicht ist es auch ein Fehler von der Seite, ich habe keine Ahnung. Ach, blöd. Ja, deswegen, ich muss jetzt halt einfach manuell drauf achten. Ah, und deswegen konntest du dann vorhin auch gar keinen weiteren Platz kaufen. Ah. Weißt du, was ich cool finde? Genau, habe ich aber ja jetzt geändert. Weißt du, was ich zum Beispiel cool fände, wenn du zum Beispiel einen der Plätze an deine TikTok-Subscriber verlosen würdest oder so? Ja, da kann man auch mal schauen. Die Frage ist halt auch, das Problem beim Verlosen ist bei sowas, nicht jeder hat Minecraft. Ja, aber das halt, ja gut, das kann man ja ändern, indem man sagt, man muss sich darauf bewerben, ne?
Muss ja nicht irgendjemanden nehmen, sondern man kann ja sagen, ihr könnt euch bewerben und dann wird daraus jemand gezogen, schickt mir eine Nachricht mit, was weiß ich, schönen Text und dann werde ich einen davon auswählen. Zum Beispiel so machen, schreibt Minecraft in den Chat, wenn ihr Minecraft habt und dann wähle einen davon aus zum Beispiel. Ja, mal gucken. Rans noch im Rennen. Mhm. Abend. Abend. Nomt. Mahlzeit. Bei Rollo geht's ab. Ja, ich bin gerade wieder am Dungeon ablosen. Man hört's. Spielst du jetzt gar nicht mehr World of Warcraft, Drache? Doch, doch. Bloß im Moment spiele ich so viele andere Sachen. Mhm. Was spielst du denn noch? Will ich nicht, ist die Frage. Ich habe mir jetzt heute wieder Nobody Saves the World runtergeladen. Also, das ist gut. Das ist ein gutes Spiel, ja. Ich versuche aber da eigentlich nur noch die Errungenschaften zu bekommen. Und dieser Mensch sagt, er hat keine Zeit, ne? Ja, mehrfach. Willst du denn mit Server Texture Pack eigentlich machen oder macht da jeder sein eigenes? Das kann jeder sein eigenes machen. Das ist sowieso auf jedem Server eigentlich das Sinnvollste, was du machen kannst, finde ich. Mhm. Oh, jetzt muss ich mal langsam schauen, dass ich Diamanten herkriege. Jawohl. Ja, ist wie vielleicht Kick. Soll ich langsam aufhören, Kohle abzubauen, wa? Man kann nie genug Kohle haben. Wenn du da lange genug reinpresst. Kohle, 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 Kohle. Sollte es ja Diamanten werden irgendwann. Bitte? Diamanten sind ja am besten auf minus 54 zum Farmen. Also von der Höhe. Naja, ich kenne das schon. Welche Höhe bin ich überhaupt? Auf 81, also viel zu hoch. Aber Rainer, du wolltest Diamanten farmen. Born, Monster in der Höhle eigentlich auch auf, auch in Höhlen nur nachts, oder? Nein, nein, in den Höhlen können die immer kommen. Überall, wo Lichtlevel 0 ist. Oh, es ist halt im Wasser. Irgendwie mal die Tür geklingelt wahrscheinlich. Ah, ach so, das war eine Türklingel. Ah. Glaube ich. Das ja, doch, war hier bei mir gehen, weil ich irgendwo drin gestanden war. Das war aber Lane, das solche drin gestanden war. Das ist ein Mod bei World of Warcraft. Ja. Okay, hier ist schon mal eine Sackgasse. Boah, ist das langweilig. Also ehrlich gesagt, wenn du so hoch oben bist, Drache, dann will ich mich einfach runterbauen. Also, meine Güte. Ja, ja, aber ich kann mich aber schlecht wo runterbauen, wo Wasser ist. Deswegen, ich habe ja noch einen anderen Weg hier. Ich kenne mich ja jetzt ein bisschen aus. Ich bin ja jetzt dann gelaufen. Klar, kennst du dich aus. Ich glaube, du warst vorhin noch nicht fertig. Welche anderen Spiele denn noch? Außer Nobody Saves the World. Ich habe jetzt die maximale Errungenschaften bei Ding bekommen. Autsch. Die maximalen Errungenschaften bei Spider-Man habe ich jetzt alle fertig Errungenschaften. Und das hat er nicht mehr gestreamt. Das heißt, das hat er tatsächlich in seiner Freizeit gemacht. Und dann habe ich... Ah, da ist eine Spinne. Die greifen aber, glaube ich, auch in der Höhle nur nachts an, oder? Nein, die greifen dich immer an, wenn es dunkel ist. Die nehmen halt keinen Schaden, wenn sie in der Sonne sind, sondern sind dann einfach nur friedlich. Und Zombies greifen, glaube ich, dann auch in der Horde an, ne? Ja, Zombies greifen immer an, aber die verbrennen halt in der Sonne.
Da geht's hoch. Macht ein Enderman hier drinnen. Ich bin gespannt. Alles der Gang. Bitte mit Entschuldigung. Ich höre eine Zombie. Ja. Oh Mann. Ich hoffe, da kommt noch mal was. Also ich habe ja ein bisschen durchgeschaut hier. Es wird noch ein bisschen weiter Minecraft gezockt. So noch eine halbe Stunde. Und dann gibt es noch ein bisschen Gelaber. Also ich weiß nicht, mir gibt das Spiel einfach nichts grafisch und sonst was, keine Ahnung, da würde ich mir lieber, weiß ich nicht, 4080 oder sowas, sondern schön richtig High Quality 4K spielen. Die besten Spiele der Welt hatten eine abgefuckte hässliche Grafik. Und das sind bis heute die besten Spiele der Welt. Welche? Habe ich auch nicht gesagt, dass es nicht so ist. Ich sage halt einfach nur, dass das Spiel mir nichts gibt. Man kann das aber auch 4080. Gerade mit 4080. Was? 4080? In den Shadern sieht das richtig gut aus. Das ist eine Grafikkarte. Folgemodell von 3080. Ich bin der gleichen Meinung. Es gibt richtig gute Shaders und damit sieht das Spiel auch richtig Bombe aus. Ja, stimmt. Ich verstehe ja nicht, warum du die dann nicht aktivierst. Ja. Weil ich da kein... Was? Vielleicht ist dein Laptop nicht gut genug, oder? So ein Schwachsinn. Nein. Es macht bei mir einfach keinen Unterschied. Ich habe Minecraft ohne Mods gespielt damals. Und ich brauche nicht zwingend extrem High-Quality-Grafik, weil ich spiele das Spiel nicht wegen einer guten Grafik oder wegen einer guten Story, sondern ich spiele das Spiel, weil es mir bockt. Und was ist, wenn die Community, sich jetzt aber beispielsweise mal was wünscht? Also ich würde halt schon die Frage stellen, würde halt sagen so, hey, können wir da vielleicht mal grafisch was anderes machen, wenn ich spielen würde? Ja, aber mir macht es hier nichts aus, wenn es jetzt so ist. Und ich zwinge niemanden zuzuschauen. Eben, ne? Mir macht es nichts aus. Von daher, was soll die, die Community? Welche Community? Bitte? Ich muss mich doch nicht immer nach allen anderen richten. Doch, Rainer, da musst du. Du musst tatsächlich dich nach deiner Community schon ein bisschen richten, wenn die sagt, ja, aber Rainer, ich spiele das nicht, weil die Grafik ist nicht toll. Warum können wir da nicht Mods draufpacken? Wenn die ganzen Leute sagen, ne, ich möchte da gerne Mods drauf haben. Und du sagst, nö, wieso? Ich will ja gar keine Mods. Ich kann das auch so spielen. Ja, warum zahle ich dann 25 Euro? Nicht gefällt, dann soll ich sich halt was anderes anschauen. Ich spiele doch genug andere Spiele auch. Und ich streame ja auch genug andere Spiele. Ja, darum ging es doch gar nicht. Es ging doch gar nicht, um sich das anzuschauen, Rainer, sondern um da mitzuspielen. Außerdem braucht man für die meisten Mods heutzutage den Optifine. Und den Optifine kann ich für den Server nicht einstellen. Warum? Muss ich jeder selber runterladen. Für den Server muss man das irgendwie nochmal zusätzlich installieren. Irgendwie habe ich heute gesehen. So wusste ich gar nicht. Ich hab mich noch nicht genau damit informiert. Ich habe ja schon ewig damit gespielt. Wie ein Server-Host-Anbietern ist es ja standardmäßig installiert, bei Nitrado zum Beispiel. Aber keine Ahnung, wo du den Server hostest. Privatsache. Jetzt bin ja die Java-Version. Das ist so oder so. Ist es im Moment einfach so nicht der Fall. Spielt von euch eigentlich jemand die Bedrock-Version? Weil da kann man ja, glaube ich, das Raytracing auch anmachen. Dann braucht man, glaube ich, gar keine Shader mehr. Ja, weil ja, aber Bedrock ist halt scheiße. Die man ansonsten gar nicht modden kann? Ja, eben, man kann sie nur eben. Ja, das ist so. Ja.
Weiche. Bedrock ist scheiße, aber die sind auch generell einfach. Bedrock ist. Also ich kenne mich damit so konzipiert. Nicht so aus. Ah, okay, für Handy und so. Bedrock ist halt das Handy, die Handy-Version sozusagen und die Konsolen-Version deswegen. Hat jemand vielleicht eine Empfehlung für einen guten Anime oder so? immer den allerbesten, den es gibt, und zwar Evanescence. Nee, nicht ab, dann bin ich durch. Nicht Evanescence, meine Fresse. Wie heißt denn der hier mit den großen Robotern? Ist das nicht eine Yu-Gi-Oh? Shinji. Ist das nicht eine Band? Evanescence? Bitte keine Roboter. Nein, aber die sind nicht so der zentrale Punkt. Evangelion ist... Genesis. Nee, und schnell ist es Evangelion. Oder so rum, einfach. Das ist der allererste. Die ganze Zeit will man Shinji umbringen, diese weinerliche Tröte. Klingt schon mal vielversprechend. Ja, also es ist schon so ein, muss sich halt damit ein bisschen beschäftigen, soll halt so ein bisschen für Erwachsene. Wie schreibt man das? Evangelion, also Evangelion, bloß englische Variante. Da kommt das eigentlich schon, das ist ein Kult-Anime. Wenn du den nicht kennst, ohne Witz, da geht es so ein bisschen um Selbstfindung, um... Shinji wurde halt von seinem Vater stark vernachlässigt, er hatte keine gute Vaterfigur und hat dadurch narzisstische Charakterzüge und dann sein Erwachsenwerden und wie er damit sich aus... Oh, wie langweilig soll dieser Discord eigentlich noch werden? Jetzt gibt's Anime-Gelaber. Komm schon. Also wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, ne? Auseinandersetzt so. So da drin. Ja, und du hast die fetten Engel vergessen, die die ganze Menschheit vernichten wollen, und dann sein Vater ihnen an dicken, fetten Anime-Roboter ranstopft. Ja, das ist so das Offensichtliche, was so dir gezeigt wird, aber dahinter verbirgt sich ja dieser... Ich weiß, dass da mehr dahinter steckt, aber das solltest du schon dazu sagen. Wenn sich jemand den Anime anschaut, sollte er darauf gefasst sein, dass sowas auch passiert. Weil vielleicht hat jemand auf Mecha keinen Bock. Also ich finde Mecha schon sehr abstoßend. Echt? Und ich finde ehrlich gesagt, gerade Evangelion ist ein sehr schlechter Anime. What? Weil okay, deine Meinung hat sie, aber wow. Weil, das kann ich dir aber ganz genau begründen. Ich habe mir den damals angeschaut und ich finde den grottenschlecht, weil der Anime irgendwie jede zweite Folge irgendwie eine neue Story-Twist kriegt und dann ständig irgendwie aber sich in der Story ständig wieder hakt, und dann gibt's erste Staffel und zweite Staffel, die dann aber irgendwie wieder von vorne anfängt, die zweite Staffel, obwohl die erste Staffel eigentlich schon viel weiter war, hockst du dann wieder da, wie er ankommt, wieder, wie er das erste Mal mit dem Roboter hockt, wieder das erste Mal seinen Vater trifft, und dann denkt man so, what the fuck, Alter, warum macht ihr das dann einfach gleich so? Aber dann vielleicht einer wegen Story-Twist, eine Empfehlung, weil da kommen wir ja her, wir wollen jetzt nicht nur auf dem einen rumhacken. Attack on Titan ist ansonsten wirklich... Ja, Attack on Titan ist der beste Anime. Also ich habe ein paar männliche Tränen verloren bei der letzten Folge. Ja. Fand ich ehrlich gesagt auch gerade einen schlechten Anime. Was? Okay, jetzt muss ich doch mal einhaken. Reinerle, Attack on Titan, fandest du einen grottenschlechten Anime? Ui, okay. Hast du halt keine Ahnung von Animes. Ja, okay, habt deine... Der war richtig gut von der Spiel. Tut mir leid, ist aber wirklich so. Ich finde wirklich... Was ist deine Empfehlung? Meine Empfehlung? Das kommt drauf an. Sag mir einen Genre, dann sage ich dir die Empfehlung. Es ging einfach nur um Anime. Ja, schon allgemein klar, aber es gibt so viele Animes. So. Es gibt Romance-Animes, dann gibt es Schulhof-Animes, dann gibt es Romance-Schulhof-Animes, dann gibt es Action-Animes, Adventure-Animes, dann gibt es Isekais, also muss man schon den Genre sagen. Ja, aber damit würdest du eine Person überladen. Aber bevor du das beantwortest... Deswegen sag mir dein Genre, weil sonst kann ich dich hier 7 Stunden lang zutexten. Mit 1000 verschiedenen Anime-Empfehlungen. Oh, ja, aber Reinerle, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe Bock auf Animes, was würdest du mir denn jetzt mal empfehlen? Womit könnte ich denn anfangen? Dann würdest du halt nicht sagen, was weiß ich, so ein Schulhof-Romance-Anime. Das würde doch kein Mensch sofort gucken und sagen, ja, geil. Wenn du mir sagst, welches Genre, wenn du sagst zum Beispiel Isekai, dann kann ich dir 5 aus dem Stegreif 5 Isekai-Animes sagen, die ich dir empfehlen würde. Okay, dann sag aber mir wenn bitte. Aber wenn du mir jetzt sagst, du möchtest lieber Action haben, dann kann ich das mit Action. Wenn ich dich jetzt mit allem zulabere, dann guck mal hier in der Woche noch. Boah, ich kann man auch sagen. Sag mir bitte Isekais. Isekais gefallen mir. Isekais. Was heißt das? Isekai ist, wenn du in einer anderen Welt wiedergeboren wirst.
Isekai ist, wenn du in einer anderen Welt wiedergeboren wirst, wenn du in einer anderen Welt, wenn du in eine andere Welt teleportiert wirst, wenn du in einer anderen Welt. Der klassischste oder der, einer der bekanntesten Isekai-Animes, den ihr wahrscheinlich nicht kennt, wenn ihr noch zu jung seid, ist Hack. Naja, das ist ein Videospiel, das so heißt. Hat das genau, richtig. Das ist ein Isekai zum Beispiel. Also das ist die einfachste Form eines Isekais. Was jetzt momentan moderner ist zum Beispiel, ist was ist eine modernere Form? Wäre zum Beispiel Sword Art Online. Oh ja. Habe ich angeschaut. Erste Staffel war gut und danach hat es mir nicht so gefallen. Vision of Escaflowne. Bin ich wieder dir. Mit Mechas. Ich habe wieder erster, Mechas ausgetauscht. Mein allererster, ich habe nichts gegen Mecha, aber mein allererster Isekai-Anime, den ich dir empfehlen würde, also weil die anderen habe ich jetzt nur als Beispiel genannt, aber der erste, den ich dir empfehlen würde, wäre tatsächlich der Neon, Vision of Escaflowne wäre tatsächlich, der Vision of Escaflowne wäre tatsächlich meine erste Empfehlung gewesen. Echt? Wie halt weil, also, das ist einer der ersten Animes. Aber ansonsten mega. Die was? Die Nasen. Ist jetzt nie aufgefallen. Aber ich habe also, da nicht so drauf geachtet, weil ich komme aus der Zeit. Also ich kenne den Anime von Anfang an und da war. Ich fand da die Nasen von Pokémon schlimmer. Ja, das kenne ich auch von früher, aber ohne Witz. Also die Nasen, also der Anime absolut auch von mir eine Empfehlung. Vision of Escaflowne lief früher auf MTV. Und ja, ansonsten Golden Boy. Golden Boy, ja, aber Golden Boy ist wieder kein Isekai. Das ist eher so ein. Möchte gern Love Story Hentai Verschnitt. Ein ganz merkwürdiger Anime ist das. Aber das war halt als 16-Jähriger saß du dann da halt, wenn dann die geilen Weiber so halt nackt oder fast ganz nackt dann wirklich da rumstanden, warst du trotzdem da, ist ein Handel in der Hose, ne? Mhm. Also. Hast du das auch gemacht? Hand in der Hose, nein, aber ich kenne ein paar, die das gemacht haben. Natürlich kennt er ein paar Kumpels, ne? Die das auch ihm offen mitgeteilt haben und gesagt, oh, da sitze ich mit der Hand in der Hose, du. Boah, das ist an Langeweile nicht zu überbieten. Empfehlungen oder auch andere Genres, so Action, Shonen, irgendwas. Also von, wie gesagt, aus dem Stegreif kann ich dir fünf Anime ja, dann fang Empfehlungen an. Geben aus dem Isekai-Sportbereich. Da wäre eine der Empfehlungen von meiner Seite. Einige. The Vision of Escaflowne. Ja. Ein anderer sehr guter wäre I'm a Spider, So What? Wieder ein anderer zum Beispiel wäre von meiner Seite hier meine Wiedergeburt als Slime. Den habe ich angeschaut, der war wirklich gut. Der geht noch weiter, ne? Also der läuft immer noch. Also der geht jetzt dann noch weiter. Das noch mehr? Läuft Rainer da im Kreis irgendwie auf die. Naja, egal. Ja, fünf, das waren ja erst drei. Dann Sword Art Online, wie gesagt, aber eben auch nur die erste Staffel, maximal die zweite Staffel. Die dritte ist wirklich für den Arsch. Also, ich habe mir die zwei reingezwungen, aber die kannst du echt in die Tonne klopfen. Ja, ich habe die erste angeschaut, auf jeden Fall. Die erste war wirklich gut. Die erste war super, die zweite geht, die dritte war Gülle. Aber ich mag auch keine Shooter, also vielleicht lag es auch daran. Ja. Und was ich auf jeden Fall noch empfehlen würde, wäre. Na? Overlord. Ja, habe ich es Overlord habe ich auch angeschaut. Overlord war geisteskrank. Ich wusste es. Anime. Ist im Prinzip auch sowas wie. Ist im Prinzip. Ja, Anime ist klar. Ist im Prinzip auch nochmal sowas ähnliches wie. Ist auch nochmal sowas ähnliches wie. Sword Art Online. Bei Sword Art Online, nur, also der ist in der Videospielwelt gefangen, aber nicht dieses Mal, dass wenn er drauf geht, wirklich tot ist. Also man weiß es nicht. Es ist im Prinzip ein Typ, der ist in einem Videospiel, in dem die einen eigenen Dungeon aufgebaut haben. Die große Gruft von Nazarek. Und seine Gilde hat das gemacht und nach ist die Gilde aber offline gegangen, weil es, wie halt bei so vielen anderen Spielen auch, irgendwann halt neue Spiele gegeben hat. Fuck. Neue Spiele gegeben hat und dann halt die alle sich anderen Spielen zugewendet haben. Und am Ende vom Lied war es dann so, dass das Spiel abgeschalten werden soll. Das ist dann die erste Folge quasi. Und er sich nochmal in das Spiel eingeloggt hat, um halt dem Spiel die letzte Ehre zu erweisen. Und er wollte halt online bleiben, bis das Spiel quasi offline genommen wird.
Nur, dass dann, als die Zeit abgelaufen ist, also da ist ein Timer gelaufen und als die Zeit dann abgelaufen ist, war aber das Spiel noch nicht aus. Sondern stattdessen ist das Spiel hat sich einfach, ist einfach weitergelaufen und plötzlich sind die Charaktere alle real. Also die reden ganz normal, die reden alle echt und so weiter. Und haben halt plötzlich wirklich Empathie echt. Und so und sind halt nicht mehr wie eine Videospielfigur, sondern wie ein echtes Lebewesen. Wie ein echter Mensch. Und er lebt dann halt in dieser Welt, ist aber dieser overpowerte Typ, dieser overpowerte Charakter. Und sitzt dann da halt, Schnee. Sitzt dann halt da und versucht halt in der Welt irgendwie klar zu kommen. Aber ist halt total overpowered. Also der stärkste Gegner gleich am Anfang, der kommt, gibt noch voll an mit so einem fetten Kristall, wo fettes Viech drin ist. Und der ist so, oh scheiße, wenn da jetzt irgendwas Fettes drin ist, bin ich verloren. Und dann kommt der mit so einem Typen rein, mit einem Level 60er Monster. Der Typ selber ist auf Level 120. Und dann sagt er, oh mein Gott, das war ja mal voll peinlich. weil er halt mit so einem 60er Charakter gehe ich ja ihn mit 120 ankommt und dann verreckt der halt einfach. Also ist ein sau witziger Anime auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Es gibt auf Netflix einen, der ist so ein bisschen so ein kleiner Underdog-Anime, so eine chinesische Produktion, ist vielleicht bei den meisten, sieht sich das gar nicht erst an. Man könnte ihn nicht mit diesem verdammten Anime gelabern. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Also, ja, ich schaue auch Animes und Overlord fand ich auch gut. Was ich ein bisschen nervig finde, ist halt, dass ich das bei Aniverse gucken muss. Also quasi das Amazon, Crunchyroll auf der Amazon-Variante, ne? Aber ansonsten gibt es da eigentlich nichts, was mich bei Aniverse interessiert, außer halt Overlord. Deswegen habe ich da mal so einen Test. Also ihr könnt es ja machen, ihr könnt ja bei Aniverse, ich glaube, eine Woche oder so umsonst gucken. Und dann schaut ihr einfach Overlord an. Ne? Ist super. Ist tatsächlich ein guter Anime. Aber ansonsten schaue ich viel auf Crunchyroll, wobei so viel ist es auch nicht. Schaue ich zurzeit. Ich hatte tatsächlich letztens wieder angefangen. Ich schaue One Piece. Ne, der Klassiker quasi, weil ich mich da jetzt auch so ein bisschen durchgequält habe durch den aktuellen Arc. Jetzt fange ich selber mit Anime-Gelaber an, was soll das? Oh Mann. Aber ich meine, wenn ihr sowieso Animes schaut, dann wisst ihr ja sowieso, was eure Lieblingsanimes sind. Und ich denke mal, Crunchyroll wird den meisten ein Begriff sein und da werden einem schon ganz gute Sachen vorgeschlagen. Nichts. Ah, bitte. Anderes nichts. Thema. Super schräg. Aber kam schon mal One Punch Man auf Netflix? Hat doch jetzt gerade jemand anderes geredet. Lass die Leute mal ausreden. Was ist denn mit euch? Was ist mit dir? Du wolltest sagen? Nö. Hallo? Hallo? Wen meinst du denn? Ja, dich? Du warst doch gerade, zieht euch den einfach rein. Guckt euch den einfach mal an. Gar nicht den Trailer gucken oder so, guckt euch einfach die ersten zwei Folgen an. Also auf Netflix haben die meisten. Ich habe jetzt Shangri-La angefangen. Aber ich schaue halt nur die deutschen Folgen, deswegen ist es ein bisschen tricky. Aber der Anime ist auch geil, ist auch so ein Videospiel-Anime. Drache, kann ich dich fragen, was du an Attack on Titan nicht so gut fandest? Oh ja, Shangri-La Frontier, stimmt. Den habe ich letztens auch geguckt. Den fand ich gut. Der war auch super. Ich glaube, der läuft auch noch. Ne? Irgendwie, ich weiß gar nicht, bei welcher Folge sie aktuell sind. 7. Und dann kommt, ich glaube, wöchentlich eine neue Folge raus. Muss ich mal gucken. Aber ich habe den letztens in einem Rutsch durchgeschaut. Fand ich super, muss ich sagen. Ja, stimmt. 7 Folgen gibt es zurzeit. Aber, wie gesagt, ist noch in der Mache und kommt wohl dann immer wieder mal eine neue Folge raus. Hat mir sehr gut gefallen. Interessant, das weiß ich nicht. Ich fand einfach, der hat keinen Wiedersehwert. Ich habe den einmal angefangen. Ich habe ihn auch zweimal geschaut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn dreimal angefangen beim zweiten Mal und immer wieder abgebrochen, weil ich dann keinen Bock mehr drauf hatte. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich so ein Mensch bin. Ich habe sehr, wenn ich ein Anime schaue
oder generell eine Filmschau, der mich interessiert oder auch nicht interessiert, erst einmal merke ich mir alles in dem Anime und ich merke mir auch die schlechten Stellen. Und wenn ich dann ein Anime anschaue, dann denke ich mir so, oh ja, okay, bis dahin war er ganz okay und dann schaue ich, und dann denke ich mir, ich schaue ihn nochmal an. Dann breche ich ihn zwischendurch wieder ab, weil mir ständig auch die schlechten Sachen durch den Kopf gehen und mir das dann einfach nichts gibt. So. Und also ich habe ihn ganz durchgeguckt. Ich kenne die Serie bis zu dem Zeitpunkt, wo er am Ende zu diesem fetten Obermotzviech wird. Vorsicht, nicht spoilern. Ja. Gibt ja Leute, und die gesehen haben, oder? Ja, keine Ahnung. Das jedenfalls bis egal. Zu dem Punkt kenne ich ihn. Ob es dann noch weitergeht, weiß ich nicht. Soweit ich weiß, das war ja eigentlich die finale Staffel. Also es hieß ja zumindest Finest. Die siebte oder was? Die achte? Die achte, also ich kenne das halt. Ich kenne es halt nur von Ding. Ich kenne es halt nur von Crunchyroll, soweit wie es war auf Deutsch. Das kenne ich halt. Ja, jetzt ist es jetzt auf Crunchyroll gefinisht von der Woche, ist glaube ich die letzte Folge rausgekommen. Aber ich fand, war der beste Anime seit. Ich habe nicht gesehen, wir. Hat es dann nochmal an Step zurückgemacht in der Story? Nein, also die Story ging dann weiter. Okay, weil die einzige Folge, die ich nochmal gesehen habe, war, wo dann ich habe den Namen vergessen, die Tusse von der Einheit dann irgendwie mit jemandem geredet hat, wo die irgendwie los wollen. Das war ganz am Anfang von der Folge, weiter habe ich das gar nicht geschaut. So, das waren so OVAs, aber die haben nichts mit der Main Story, die waren nicht Kanon, die ganzen Folgen. Ja, ich habe mich nämlich schon gewundert, was das war. Keine Ahnung, aber ist das auch schon auf Deutsch? Nein, ich glaube noch nicht. Aber hast du einen Anime, wo du sagen würdest, den sollte jeder gesehen haben? Jeder Anime-Fan? Es gibt viele Animes, die ich so sehe. Wie gesagt, ich habe euch schon so oft gesagt, auch in Videos und Streams, sage nicht, der Anime oder der Anime ist besonders gut, weil es gibt so viele gute und schlechte Animes. Es gibt auch schlechte Animes, die ich sagen würde, die muss man mal gesehen haben. Aha. Aber so eine Classic, also ich könnte zum Beispiel sagen, bei Filmen, ne, zum Beispiel Four Rooms ist eine Komödie, die sollte jeder mal gesehen haben, wenn er Filme mag. Und bei Animes hätte ich gesagt, oder Animes, Elfenlied tatsächlich. Ja, das Elfenlied war echt gut. Okay. Oh, ich höre Protest. Okay, dann Drache, dann sag von deiner persönlichen Meinung aus ein, wo du sagst, yo, das ist eigentlich so ein Must-Have. Elfenlied werde ich jedenfalls nicht sagen. wie gesagt, es gibt nicht einen, den ich euch bevorzugen würde. Es kommt immer auf das Genre an und dann gibt es aber viel, ja, kann ich nicht, weil es gibt so viele Animes, die so extrem gut sind. Für mich, ich denke nicht in diesen Mustern. Ist gut oder schlecht, nicht ist eines der besten. So denke ich nicht, auch bei Musik und auch bei Filmen. Oh, bitte, Rainer, kannst du nicht einfach mal eine ganz normale Frage richtig beantworten? Ja, was heißt richtig? Aber nicht so dieses Rumgedrehe, Rumgeseiere, Rumgequatsche da um eine einfache Antwort. Ey, das ist so nervig. Bei Spiele, bei Musik, bei Essen, egal bei was. Ich denke in diesen Mustern. Doch, tust du auch. Aber wenn es dir gerade so passt, dann machst du dich halt gerne interessant mit, oh ja, ich habe ja gar kein Lieblingsgedöns, ne? Aber wenn es dann darauf kommt, dann sagst du, oh ja, das ist mein Lieblingssong aus dem Album. Plötzlich ist es dann wieder da. Oder ich habe mein Saunahandtuch, das ist mein Lieblingshandtuch. Und so. Also, Rainer, der denkt auf jeden Fall in diesen Mustern, aber er möchte sich halt öfter mal so interessant machen und so sagen, oh, ich bin ja eigentlich ein ganz besonderer Mensch. Ich denke ja nicht so wie die Masse. Wenn du sagst, Klar sage ich auch mal, das ist mein Lieblingsanime, aber ja, also Studio Ghibli Filme soll das... Ich sage, das ist mein Lieblingsanime, das heißt noch lange nicht, dass es mein Lieblingsanime ist. Abgesehen davon habe ich kein Lieblingsanime. Das sollte man halt alle durch die Bank weg mal gesehen haben. Da gibt es auch bessere und schlechtere. Ja, da gibt es auch bessere und schlechtere, aber die sollte man alle mal gesehen haben. Aber das wie ist denn dann dein Muster? Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die, wichtiger sind als zum Beispiel mal, weil ich jetzt keinen anderen Namen im Kopf habe und das ist, wie gesagt, ja nicht meine Meinung, ich habe gesagt, ich mag ihn nicht, an Attack on Titan zum Beispiel. So, weil letzten Endes muss halt jeder selber wissen, was er und ob er es mag. Ja klar, aber die fragen dich ja konkret nach der, also würde ich jetzt nicht so verteufeln.
Okay, dann sag ich einen. Würfeln tue ich gar nichts, aber wie gesagt, ich habe gar keine, ich kann die einfach Animes nennen. Ich würde dir nicht sagen, der ist auf jeden Fall und der nicht und der hat 100 und der hat 10 und der hat 5 Punkte, oh, sondern ich kann dir nur Animes nennen, die ich gerne mag und die ich gerne schaue. Ja, genau, kann dann mach das mal. Ja, dann warte, dann werde ich mal kurz, verhungere ich gerade? Nee. Dann werde ich euch einfach mal meine Crunchyroll-Liste rüberschieben. Passt mal auf. Ach du meine Güte. Hast du das letzte Glühwürmchen mal gesehen? Du meinst die letzten Glühwürmchen. Du meinst oder, die letzten oder, Glühwürmchen. Oder die letzten Glühwürmchen, ja. Ja, ja, klar. Weil das ist, also den finde ich richtig deep. Das ist ein guter Anime auf jeden Fall. Ja. Wieso bin ich schon wieder nicht eingeloggt? Ich verstehe es nicht. Ja, das passiert automatisch. Das machen die Crunchyroll-App. Ich hasse die Crunchyroll-App, die ist so nervig. Ich bin am PC. Meine ich ja, am PC die App. Oder bist du auf der Website? Ich bin auf der Webseite. Es gibt eine PC-App dafür. Ja, Microsoft Store, aber die ist so scheiße. Die, ist, die funktioniert nicht. Also mich lockt es normalerweise nicht aus. Das passiert einmal alle paar Monate. 100 pro nur irgendeine Elektron-Anwendung, die einen Chromium-Browser im Hintergrund spawnt und die Seite aufruft. So. Das ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, weil es so billig ist. Das ist so nervig auch. Aber ich habe irgendwie runtergenommen. Derzeit auf meiner Watchlist. Da sind jetzt aber auch ein paar Animes drauf, die ich nur mal angeteasert habe. Also ich kann dazu nichts wirklich sagen. Einen, den ich ganz witzig fand, da habe ich aber nur zwischendurch reingeschaut, während ich Spider-Man gezockt habe. Mhm. Der 100 Girlfriends, wo really, 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 really. Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Typ, der irgendwie 100 Mal abgeblitzt ist bei allen Frauen. Der hat 100 Mädels einen Antrag gemacht. Ja, aber also, du zählst jetzt einfach irgendwelche Animes auf, willst du mir jetzt sagen, die du irgendwie mal kurz geschaut hast. Aber es gibt keine Wertung, ne? Weil alle Animes sind ja irgendwie sehenswert. Ne? Ob gut oder schlecht, ist ja eigentlich egal. Und wenn dir jemand sagt, ja, welche kannst du denn empfehlen, dann zählst du jetzt quasi Animes auf, die du mal geguckt hast. Ich sage mal, Rainer, sage mal, du musst doch, du kannst doch ganz normal, wie jeder andere Mensch auch, einfach eine Wertetabelle erstellen und sagen, ja, dieser Anime lohnt sich, schau ihn dir an. Wenn du jetzt ein Anime vorschlägst, der absolut grottig ist, ne, der keinen interessiert, der einen Stern von 10 hat, was soll das? Ja, aber den musst du doch gesehen haben, weil jeder Anime ist sehenswert. Mein Gott nochmal, es ist so schrecklich, mit diesem Jungen überhaupt in irgendeiner Form zu kommunizieren. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, wie groß dieser Mauszeiger ist. Ne? Hier, mein Mauszeiger verschwindet 100 Mal in diesem Mauszeiger. Meine Güte nochmal. Also irgendwie 16, also kein Antrag, sondern hat 100 Mädels gefragt, ob sie mit ihm gehen wollen und hat 100 Mal so abgeblitzt und dann hat er aber irgendwie, weil Gott einen Fehler gemacht hat, hat er halt 100 Seelenverwandte. Und das Problem ist, er muss jetzt mit jeder dieser Seelenverwandten irgendwie klarkommen und dazu bringen, dass das halt hinhaut, weil wenn er das mal nicht schafft, dann werden die sterben. Die er ja abweist, so ungefähr. Völlig stumpf. Okay. Was noch so? Wir waren bei Isekai, ein weiterer, ich habe ja nur 5 erzählt, aber ich habe viel, viel mehr. Ein weiterer Isekai, den ich empfehlen würde, ist The Legend of the Shield Hero. Oh, da kam jetzt auch Staffel 3 raus. Oh, da muss ich jetzt 2 und 3 noch schauen, stimmt. Ist nicht The Rise of the Shield Hero? Also 3 ist jetzt gerade raus, also 3 kommt jetzt gerade, aber 2 solltest du dir auf jeden Fall reinschauen. Auf jeden Fall, das ist extrem, ja, ja, heftig, also da passiert wirklich viel und da passiert auch viel Zeug, wo du nicht mit rechnest und auch viel Zeug, was am Ende der ersten Staffel noch angesprochen wird. Also zum Beispiel wird über Ding gesprochen, ich erzähle nichts, ne, aber es wird zum Beispiel auch das Geheimnis gelüftet, was mit den 2 oder 3 Helden aus der anderen Welt passiert und so. Also da kommt noch viel, viel mehr vor. Es ist heftig. Boah. Und dann gibt es Shangri-La Frontier. Das ist das, was ich gesagt habe da. Da geht es um einen Typen aus der realen Welt, der in einem Videospiele spielt. Aber der spielt halt, es gibt ja in jeder Videospielgeneration und Konsolengeneration gibt es ja Trash-Spiele. Also Entwickler, die sich zur Aufgabe machen, möglichst viele Bugs und so in dem Spiel reinzuballern. Den habe ich gesehen. Ja, ja, der ist von Trash-Spielen. Den fand ich, glaube ich, habe ich nur 2 Folgen gesehen. Der war echt gut. Ja,
Es gibt aktuell nur 4, glaube ich. Aber 2 weitere gibt es jetzt momentan. Also ich bin schon bei 4 gewesen. 7. Es gibt 7. Achso, ich schaue es übrigens auf Japanisch mit Untertiteln, ne? Anders als Rainer, der es auf Deutsch schaut. Den kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Das ist auch meine Watchlist, der ist geistkrank. Ja. Oh, ich würde ja Rainer so gerne spoilern. Oh, ich würde ihn so gerne spoilern jetzt. Der ist super auch auf jeden Fall. Von der Animation her, der ist echt krass gut an ihm. Genau. Dann gibt's, das war einer von denen, glaube ich, die ich nur. Was war denn das für einer? Warte mal. Nee, den habe ich sogar durchgeguckt. How Not to Summon a Demon Lord. Summon? Da habe ich jetzt aber, ehrlich gesagt, nichts genaueres mehr im Kopf. Das ist ein Dämonen, das ist ein Videospieler auch irgendwie, der als Dämonenlord spielt. Und übelst overpowered ist und irgendwie voll den Hass auf Frauen und auf Paare schiebt. Und dann wird er in der Videospielwelt wieder geboren und muss dann da irgendwie erstmal überleben. Ganz, ganz merkwürdig. Mhm. Ist aber auch total overpowered, der Typ. Irgendwie auf Level 150 oder so ist der, während da die stärksten, gegen die er kämpft, irgendwie auf Level 60 sind oder so. Kann es sein, dass du so Animes magst, wo der Main Character so sehr overpowered ist? Nicht nur. Ich habe. Doch. Reinelde mag das sehr gerne. Deswegen ist er auch großer Fan von Overlord. Reinelde sieht sich ja auch immer so als Anime-Figur im realen Leben. Ne? Wenn ihr mal Besuchsvideos von damals schaut, bei denen Reinelde auf andere Leute trifft und er versucht da, diese Leute auch zu attackieren. Reinelde, wenn er sich schlagen möchte, dann sieht man das. Denn Reinelde sammelt erstmal Kraft, Mana, sozusagen. Kurz vorher geht er in seine Pose, in denen er die Fäuste so nach oben nimmt, ne, oder ganz angestrengt schaut. Und dann holt er so Bud Spencer-mäßig auch mit der Faust so aus, so nach hinten und ja. Wenn Reinelde tatsächlich sich mal schlagen würde, ne, oder er auf jemanden treffen würde, der da wirklich ernst machen würde, dann hätte er nicht viel zu lachen. Ich habe vorhin auch gesagt, How I Met You, I'm a Spider, so what? Da ist ja alles andere als overpowered. Ich glaube, den schaue ich jetzt an, Spider. Ja, den schaue ich jetzt auch gleich weiter. Also. I'm a Spider, so what? Ist geil. Dann gibt's My Hero Academia, ganz klar, muss dabei sein, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Klassiker. Wenn ihr Hupen mal auf richtig geile Animes steht, wo man so dicht an der Wand geschaukelt haben muss und beim Erdbeerpflücken eine Leiter braucht, dann schaut euch Yamada Kun and the Seven Witches an. Mhm. Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Ich kann mir da auch nichts drunter vorstellen. Was du damit meinst. Naja, wenn ihr Hupen mal einen geilen Anime anschauen wollt, wo man zu dicht an der Wand geschaukelt haben muss und gleichzeitig aber fürs Erdbeerpflücken eine Leiter braucht. Also sprich, das sind Sprüche aus dem Anime. Das ist einfach, du hast einen Typen, der geht an der Schule, ist einer der schlechtesten Schüler in der Schule und durch ein Ereignis küsst er versehentlich eines der besten Mädchen in der Schule. Das ist ein kleiner Unfall und dadurch tauschen die den Körper. Und die ganzen Hexen, dann gibt es verschiedene Hexen und die haben verschiedene Fähigkeiten und die werden durchs Küssen ausgelöst. Ein ganz cooler Anime, ist jetzt nichts sexistisch oder so, aber ist ganz witzig aufgebaut. Also mal sowas zum Lachen. So, gesagt, da muss man so dicht an der Wand geschaukelt haben für den Anime. Dann gibt's der Fairy Way Paladin. Habe ich 12 Folgen geschaut, habe ich angefangen, aber habe ich jetzt gerade auch nicht mehr im Kopf, was es da war. Der ist einfach noch auf. Ich erinnere nochmal, dass dieser Mensch sagt, er hat keine Zeit. So absolut gar keine Zeit für irgendwas. Ne? Auf der Liste, keine Ahnung. Dann natürlich auch ein geiler Anime. Das ist zwar kein Isekai, aber es kann man ein bisschen als Isekai sehen, wenn man so möchte. Das ist Dr. Stone. Oh, Dr. Stone ist so krass. Dr. Stone ist echt so gut. Hat mir persönlich. Echt? Ich fand den Mist. Ich habe die ersten 3 Folgen gesehen und ich fand den scheiße. Ich weiß nicht, der Charakter hier, der heißt glaube ich Dr. Stone, ne? Der hat mich so genervt, also der ist wirklich genervt, da habe ich gesagt, nee, come on. Hat mich nicht gecatcht. Persönlich gar nicht gefallen.
Echt? Also ich fand den too much. Aber er ist jetzt halt auch New World, das ist jetzt die zweite Staffel halt auch raus. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, wobei ich sagen muss, ich finde die Staffel jetzt auch nicht mehr so Bombe. Ne, die dritte ist es. Das ist die vierte. Sogar, glaube ich schon, ne? Die vierte. Ja, die dritte ist es. Aber was bleibt too much? Von was too much? Ich finde ihn mega geil, meine ich damit. So, ja. So, dann gibt's Death March. Komplett heißt der Film Death March to the Parallel World Rhapsody oder Parallel World Rhapsody. Hm. Das ist auch so ein Anime, du hast einen Spieleprogrammierer, der halt den sogenannten Death March, so nennt das wohl, macht, weil die gerade ein neues Videospiel programmieren und dann quasi in 12 Stunden oder einen 48-Stunden-Tag vor sich hat und dann oder halt danach sich hat und sein Zeug macht und keine Ahnung. Jedenfalls wird er dann halt auch, wenn er, der geht dann pennen und wacht dann quasi in der Videospielwelt auf und ist mit einem kleinen Skill dann plötzlich, weil er einen Skill einsetzt, um sich zu verteidigen, ist das ein total overpowered Skill und voll übertrieben und am Ende ist er dann halt irgendwie auch voll overpowered. Aber da warte ich auch schon ewig auf die zweite Staffel. Oh, ich weiß, ich hab's gerade gegoogelt, ich hab den gesehen. Beziehungsweise ich hab dann irgendwann mittendrin abgebrochen, weil das so weird war, wie dieser Charakter halt mit diesen Frauen da umgegangen ist. Also tut mir leid, aber das war super sexistischer Anime. Also ich kann mir gut vorstellen, warum Rainer den mochte, weil alle diese Frauen in diesem Spiel oder was das ist, oder halt in diesem Anime an sich, die himmeln halt diesen Charakter da an. Und er sieht sich da als den großen Beschützer, als den Patriarchen und so weiter. Also ich fand's absolut weird und hab ich abgebrochen irgendwann. Das, keine Ahnung, war nicht meins. Dann gibt's der Hidden Dungeon Only I Can Enter. Der Anime ist... Oh, ich weiß Mann. Nicht. Pervers. Mhm. Könnte man sagen. Kann man sich mal anschauen. Aber das Thema Sex kommt häufig vor. In der Mehrheit der Animes jetzt nicht, die ich jetzt schaue. Okay. Es ist kein Thema Sex in dem Sinne. Es geht in dem Fall, es ist in dem Fall eher ein Romance. Naja, in dem Fall ist es wenig ein Romance, in dem Fall geht es eher um Sex, ja. Aber auch nicht um Sex als solches, sondern eher um so. Schaut ihn euch einfach an, falls ihr Interesse daran habt. Man sieht auf jeden Fall auch öfter mal richtig übliche Möpse. So, dann einer, auf den ich vor kurzem erst gestoßen bin, den ich empfehlen kann, das ist auch ein Isekai. The World's Finest Assassin's Gates Reincarnation in Another World. Ach, Rainer. Also wahrscheinlich meint er The World's Finest Assassin. The World's... Ich guck mal gerade, ich kenn's nicht. The World's Finest Assassin gets reincarnated in another world as an... Moment, geht es da noch weiter? Aristocrat. Also. Ach du meine Güte. Na gut. Du hast einen Assassinen, also einen Auftragsmörder, der getötet wird am Anfang und dann in einer anderen Welt wiedergeboren wird. Und worauf ich immer noch warte, da bin ich gespannt. Er darf sich dann Karten aussuchen, die dann seine Fähigkeiten in der anderen Welt wiedergeben. Und dann sagt er, und darauf warte ich immer noch, was das genau für ein Skill ist, sagt er, die Götter müssen blind sein. Dies ist nur eine Karte B, weil die haben verschiedene Klassen, die Karten. Und fand ich ganz interessant auf jeden Fall. Krass. Ist ein cooler Anime, da geht es darum, dass sie an Auftragsmörder in eine andere Welt wieder beschworen wird, um den Helden, der den Dämonenkönig besiegt hat, zu töten, weil der dann plötzlich übermütig wird und die ganze Welt unterjochen will, so ungefähr. Und dafür wollen die quasi für die Zukunft einen reinholen. Ist ziemlich cooler Anime, auf jeden Fall, macht echt Laune. Auch ein ganz cooler. Bitte? Hast du Tokyo Ghoul geschaut? Ich habe Tokyo Ghoul geschaut, ist aber auch nicht unbedingt das Geile. Erste Staffel war göttlich.
Die erste war ja gut, aber ja, ab dem Zeitpunkt, wo er dann sein Gedächtnis verloren hat und so weiter, war es echt für den Müll. Ja, viele sagen, dass der Manga viel besser war und dass sie den Anime komplett verhunzt haben. Ich habe den ganzen Manga zu Hause, der ist wirklich, der ganze Anime, die zweite Staffel, die hat nur irgendwie eine halbe Seite Canon, dass alles nie im Manga passiert, was da kam. Boah, komisch. Habt ihr Death Note geschaut? Ja, natürlich. Ja. Wenn ich das noch fertig machen soll, weil ich würde dann nämlich jetzt dann mal offline gehen. Ja, klar. Es gibt noch The Greed. Oh, ist das jetzt ernsthaft noch die letzten 15 Minuten nur Anime-Gelaber? Oh, was ist das für ein Discord-Gespräch, ey. Das ist ja wirklich das Langweiligste überhaupt. Taddle, wieso hast du dem 4 von 5 Metscore gegeben? Das nie im Leben. Das ist eine 1. Das ist maximal eine 1. Cleric heißt das. Da hast du so einen Typen, der wird in einer anderen Welt wieder geboren als Arzt oder halt als Magier, als Heiler. Und in der Welt gibt es aber ein Problem, und zwar sind die ganzen Heiler total alle arrogante Bastarde, die alle viel zu viel Kohle verlangen irgendwie. Und er ist aber bereit, das billiger zu machen und bekommt dann sowohl Probleme mit der Händlergilde, als dass er auch dann halt bei der Abenteurergilde da richtig hohes Ansehen hat. Also das ist auch ein ganz cooler Anime mit einer schönen, interessanten Art von Balance. Dann gibt's Mushoku Tensei Yobels Reincarnation. Oh. Das. Bitte? Jobless, genau. Das ist ein ganz cooler Anime auch. Da hast du so einen dicken Typen in der realen Welt, der dann eigentlich, weil er von extrem, also da geht's viel um Mobbing, der wurde extrem gemobbt wohl und hat dann irgendwann das Haus nicht mehr verlassen und wird dann aber am Ende rausgeschmissen. Weil seine Eltern gestorben sind, irgendwie wird er dann von anderen Leuten rausgeschmissen, dann stirbt er und wird in einer anderen Welt wiedergeboren. Ja, habe ich angeschaut, der war gut. Genau, ich auch. Und da ist er eben dann der Sohn von einer Heilerin oder von einer Magierin und von einem Krieger. Und der Vater pennt ja auch irgendwie mit jeder Tusse, die da nicht bei drei auf dem Baum ist. Auch voll krass. Ein auch witziger Anime ist My Unique Skill Make Me Up Event at Level 1. Also, was soll ich dazu sagen? Reinhold zählt jetzt irgendwelche Animes auf, die er in seiner Liste da bei Crunchyroll hat. Gut, ich hoffe, das war es jetzt langsam mal. Es kann doch nicht noch 16 Minuten so weitergehen, oder? Bitte nicht. Da hast du einen Typen, da gibt es, das ist ein Anime in einer anderen Welt, der... da wird alles, was die bekommen, also Essen, Trinken, selbst Ressourcen für Materialien, die sie bauen und so weiter, wird alles in Dungeons gedroppt. Und da droppt ganz am Anfang dem einen Mädel ein Mensch aus unserer Welt im Dungeon. Also mehr möchte ich dazu nicht sagen. Schaut euch das einfach mal an, ist auch ein geiler Anime. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen in die Love-Story-Ecke, zumindest mit dem Film hier. Das ist Urimiya. und das ist ein richtig schöner Anime, da haben sie jetzt auch eine zweite Staffel rausgebracht, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob die zweite Staffel mir so gut gefällt, weil es irgendwie so ein Backstep in die Vergangenheit ist. Ich hätte mir gewünscht, dass die einfach in der Gegenwart weitermachen. Kannst du, aber, also ich hab nur die erste Staffel gesehen, lohnt es sich, die zweite anzuschauen oder eher nicht? Ich habe 2 Folgen von der zweiten Staffel gesehen. Ich fand es ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt. Ich kann mir das nochmal anschauen. Ich wollte es mir sowieso demnächst mal anschauen. Dann kann ich dir Bescheid geben, ja, passt, wenn es dich interessiert. Ja. Aber bis jetzt würde ich sagen, nein. Aber auf jeden Fall, ja, kann ich dir Bescheid geben. So, dann gibt es Serai Gensoki Spirit Chronicles. Was war das für eine? Ach, da habe ich bloß, okay, den könnt ihr vergessen, den habe ich gerade rausgeschmissen. Ich wusste gar nicht, was das für einer ist. Ich habe gar nicht so viel Zeit, mir diese ganzen Animes anzuschauen, Reinhard. Wie machst du das? Wie? Neben deiner ganzen 24-Stunden Arbeitswoche? den habe ich einfach in der Liste noch drin gehabt. Den habe ich bloß eine Folge gesehen und auch bloß halb irgendwie. Dann haben wir Masamune Kun's Revenge. Da gibt es so einen Typen, der wurde von einer Mädel irgendwie fertig gemacht, als er ein kleiner, dicker Junge war. Und als er dann als Teenager oder als Jugendlicher unterwegs ist, ist er extremer Sportfanatiker und will sich dann an dem Mädel rächen, die ihn verarscht hat.
am Ende. Und lass mich raten, die kommen zusammen. Ne? Stellt sich heraus, dass das gar nicht ihre Schuld war und dann werden sie ein Liebespaar. Wer hätte das gedacht? Dann haben wir Sacrifice Prince and the King of the Beast. Hast du jetzt tatsächlich gerade den Anime gespoilert? Also ich würde ihn sowieso nicht schauen, aber hast du nicht gerade tatsächlich das Ende verraten quasi? Okay. Oder auf Beasts. Da geht es um ein Mädchen, die dann irgendwie den Monstern geopfert werden soll und der König der Monster fängt dann aber an, sie zu heiraten. Oder will sie dann heiraten. Ganz strange auch. Anime, der wieder fast ein bisschen zu overpowered ist, wo aber diesmal ein richtig cooler Isekai ist, der nämlich zwischen unserer Welt und der anderen Welt spielt, weil er durch eine Tür da durchgehen kann, ein bisschen so im Sinne von Narnia, ist A Goat Achieved Skill in Another World and Become Unreal Unraveled in the real world. Also da habe ich auch mal ein Video zu gemacht auf meinem zweiten Account. Zu dem übrigens. Das gilt übrigens auch für Horimiya. Naja, hat sich keiner angeschaut. Dann gibt es einmal Spider So What. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht damals. Another World with My Smartphone. Da gibt es mittlerweile auch die zweite Staffel. Da gibt es noch die Slime-Tagebücher von Lohnt sich die anzuschauen, die Tagebücher? Wenn dir die Story gefällt, ja, schon. Das spielt halt ein bisschen out of Story, ne? Aber einmal solltest du dir anschauen, wenn du die Serie magst. Lohnt sich auf jeden Fall. Was habe ich hier? Da habe ich auch bloß, drei Folgen angeschaut. Junge, wie kann man sich das auf diesem Discord geben? Das ist ja Langeweile pur. Reinerle liest seine verdammte Crunchyroll-Anime-Liste vor und erzählt ein, zwei Sätze zu den Animes. Was soll das? Der Coffee Terrace and its Goddess. Das ist ja sogar noch schlimmer als die ganzen Let's Plays, Story of Season und Subnautica, die ich mir angeschaut habe. Das hier ist pure Folter. Da geht es, glaube ich, um ein Café, das geschlossen werden soll, aber dann doch nicht geschlossen wird. Ja. Das habe ich aber auch nicht wirklich kapiert bisher. Als ich dann weitergeschaut habe. Dann gibt es Kamikatsu, meine Arbeit als Missionar in einer anderen Welt. Ich höre gar nicht mehr zu. Auch extrem stumpf. Ja. Habe ich 9 Folgen geschaut von, habe ich mittlerweile nicht weitergeschaut. Ich wusste gar nicht, dass da weitere Folgen sind. Es war zwischendurch alles mal auf Englisch und da war ich zu dem Zeitpunkt immer noch unterwegs, als ich das geguckt habe. Deswegen konnte ich das nicht immer weiterschauen. Ist halt auch viel zum Lachen und extrem dumm und das ist halt der Typ, der in einer anderen Welt wiedergeboren wird, in der es keinen Glauben, keine Religion gibt. Und dann muss er quasi, um zu überleben, Glauben erschaffen und Gläubige erschaffen, damit die Göttin, die an seiner Seite ist, quasi Power hat, um zu kämpfen, so ungefähr. Voll stumpf. Den hier hau ich raus, den will ich eh nicht gucken. Dann natürlich One Punch Man, ganz klar. Ich will jetzt gerade sagen, alle diese Animes, die du jetzt aufgezählt hast, wartest du auf die Fortsetzung? Na gut, okay, von mir aus. Parallel World Chronicles der Aristokraten. Da geht es um einen Typen, der wiedergeboren wird in einer anderen Welt, als Aristokratensohn und dann da aber total overpowered ist und völlig magisch übertrieben ist, wo dann irgendwie alles wegrotzt ohne Ende. Und dann geht er irgendwie in den Wald, um einen Drachen zu töten, weil er für seine Bekannte da irgendwas herstellen will und tötet einfach mal eines der härtesten, ältesten, stärksten, krassesten, abgefucktesten Viecher der Welt. Und am Ende stellt sich heraus, als er das dann machen will, dass es einfach so übertrieben overpowered ist. Oder er schenkt seinen zwei Lehrmeistern eine Tasche, also jeweils eine Tasche und sagt, ach, es ist nur ein kleiner Pack, da passt lediglich unser ganzes Anwesen rein. Und die so, was? Ich hatte daran gedacht, mir eins zu kaufen, indem ich vielleicht mal zwei Flaschen Wasser oder so transportieren kann. Und der so, oh, ich hab's wieder mal übertrieben. Fuck! Parallel wird Paramecy. Da geht's um einen Typen, der in einer anderen Welt wiedergeboren wird als Pharmazeut, also als jemand, der Medikamente herstellt und als und halt Arzt und so weiter kann. Der halt Arzt und so kann. Und stellt dann da halt fest, dass die Arzneimittel für die meisten Normalbürger einfach zu teuer sind.
rettet aber am Anfang die Königin und kann dann dadurch eine eigene, ja. Junge, das ist ja der schlimmste Discord-Leak, den ich seit langem mal wieder gehört habe. Wie kommst du denn auf 4 von 10 Ofengäse? Also wir müssen nochmal über diese Skala reden, ne? Das, also nie im Leben. Wege aufmachen und dann anderen Menschen helfen, billiger helfen und gesünder helfen. Oder möchtest du uns jetzt halt zeigen, wie langweilig es ist auf diesem Discord? Ne? Was du hier durchstehen musst. Sei dir gewiss, Tadel, das ist tatsächlich, wir honorieren das hoch, dass du dich da durchkämpfst, weil ich wär schon längst raus bei diesem Quatsch. Also hätte ich auch gesagt, Rainer, ja, okay, ist gut, ne, ist gut, können wir jetzt vielleicht über was anderes reden, wir haben es verstanden. Wir können oder wir kennen jetzt deine tolle Liste auf Crunchyroll, aber bitte, können wir jetzt über was anderes reden? Und dann auch ganz cool gemacht. Oh mein Gott, so unterbrich ihn doch bitte mal jemand. Nicht euch zu viel, aber sagt es, ne? Ach, so merkst du selber, ne? Ja, nee, schon okay. Nein, das war die falsche, das war voll die falsche Antwort. Ist nicht okay, sondern hättest einfach sagen, ja gut, ist okay, ich verstehe. Können wir jetzt über was anderes reden? Ja. Dann haben wir Rosary and Vampire. Ich mach jetzt mal ein bisschen schneller. Rosary and Vampire. My next life is Villains with wie überlebe ich in einem Dating Sim? Also einer Dating Sim Simulation irgendwie. Ist aber auch ein stumpfer Anime, habe ich auch nicht wirklich weitergeguckt dann. Nach der dritten Folge natürlich. Sehr viele Animes angefangen und nicht fertig geschaut? Manche, die meisten habe ich aber weitergeschaut. Dann haben wir Food Wars, dann haben wir Real. Was? Das war der Schrumpf. Natürlich Demon Slayer. Dann haben wir Armored Girls. Machiavellis. Valims. Das ist auch ein mega bekannter Anime. Da gibt es so einen Typen, der in die Schule geht. In der es 7 Mädchen gibt irgendwie, die mit Waffen rumlaufen und die Jungs alle gezwungen sind, wie Tunden rumzulaufen. Weil sie alle zu schwach sind, sich gegen die zu verteidigen. Darf ich mal eine doofe Zwischenfrage stellen? Wenn du so viel Animes kennst und so viel auch geschaut hast, wo findest du die Zeit für sowas? Ja. Danke. Endlich mal eine richtige Frage. Rainerle, bitte. Wo findest du eigentlich die Zeit dafür? Irgendwie schon, weil ich krieg vielleicht einen im Monat. Viele dieser Animes habe ich über 10 Jahre hinweg geschaut. Aber viele sind ja auch noch draußen. Die meisten sind ja echt. Ja, nicht alle, aber nicht viele, nein. Aber was zum Beispiel schon seit 3 oder 4 Jahren raus ist, ist Food Wars. Ja, das war jetzt einfach nur mal eine Frage. Ja, viele, aber auch One Punch Man und so. Das sind viele Animes. Ja, es sind halt viele. Viel läuft bei mir im Hintergrund. Wenn ich jetzt zum Beispiel Minecraft irgendwas mache oder so, dann läuft es bei mir im Hintergrund. Weißt du? Auch wenn ich Skripte schreibe oder so. Oder auch wenn ich mein ganzes Zeug mache. Das läuft alles im Hintergrund bei mir. Aber bist du da nicht eher unkonzentriert, wenn du Skript oder ähnliches schreibst, wenn das im Hintergrund läuft? Also ich brauche für sowas ja absolute Ruhe. Ich nicht. Nö, einer das ist genau andersrum bei mir. Genau so sehen deswegen ja auch seine Skripte aus. Ne? Ihr habt sie vielleicht mal gelesen, was Rainer da so schreibt. Ja. Mist. Ja, ich brauche dafür eigentlich sogar irgendwas im Hintergrund. Ich will euch da jetzt nicht reinreden. Ich wollte nur gute Nacht sagen und euch eine gute Nacht wünschen, Leute. Ja. Kommt die denn her? Was? Das ist das erste Mal, dass sie irgendwas sagt, oder? Okay. Alles klar, schlaf gut. Danke, du auch. Bis dann. Okay, ich würde dann jetzt aufgehen und ich schau mal Spider an. Ja, besser ist. Jo, einmal Spider, so what? Ich sag dir dann, wie es war. Also. Mhm. Ja, gute Nacht. Bye, bye, gute Nacht. Ciao. Aber kannst du zum Beispiel während dem Zocken auch so komplizierte Animes schauen, wie jetzt zum Beispiel Attack on Titan, weil ich persönlich, also mein Gehirn kann Attack nicht so zwei nicht komplizierte Sachen ich fand Attack on Titan nicht kompliziert. Ja, aber es gibt generell nicht viele Animes, die ich kompliziert finde.
Ja, aber es gibt ja so stumpfe Animes und eher so, wo man auch mal hinschauen muss. Schaust du dir ja, das wäre dann als, von der ganzen Liste, die ich euch jetzt vorgelesen habe, und das waren ja noch nicht einmal alle, fand ich jetzt eigentlich nur einen wirklich stumpf, und das ist Yamada in The Seven Witches. Naja, okay, es gab schon ein paar. The Hidden Dungeon Only I Can Ender finde ich ziemlich stumpf. Yamada in The Seven Witches fand ich ziemlich stumpf. Ja, schaust du das dann auf Deutsch oder auf Englisch oder Japanisch? Oder wie machst du das? Ich kann es nur auf Deutsch schauen. Ich bin jetzt schnell genug im Lesen. Und wie gesagt, ich mache ja nebenbei auch gerne andere Sachen. Deswegen kann ich es nicht nebenbei laufen lassen. Kann ich es nicht nebenbei laufen lassen, wenn ich es auf Englisch oder so schaue. Also das heißt, du lässt es momentan einfach auf dem zweiten Monitor neben dir herlaufen, damit du es so ja, nebenbei, jetzt, wenn du zockst. Jetzt momentan nicht, aber im Allgemeinen, ja. Früher halt immer. Also wie gesagt, die meisten von denen habe ich früher geschaut. Jetzt zum Beispiel I've been killing slimes for 300 years and maxed out my level. Ja, den habe ich zum Beispiel nicht mehr geschaut, seit ich im Ding war. Im Ding? Was Ding? Ja, den habe ich nicht mehr geschaut, seit ich mein Haus hatte. Hm. Oder Fireforge zum Beispiel habe ich auch nur geschaut, als ich mein Haus damals hatte. Was ich auf der Liste hatte, ist Yashahime, Princess of the Half Demon. Das ist quasi die Fortsetzung von Inuyasha. Aber das habe ich auf der Liste. Es ist mittlerweile zwar auch auf Deutsch raus, aber ich habe das seither kaum vorhin geschaut. Und viele andere Animes habe ich halt auf der Liste, habe die aber halt damals geschaut und habe halt irgendwann nochmal zwischendurch reingeschaut. Und weil ich die eh schon kannte, habe ich dann halt nebenbei irgendwas anderes gemacht. Mhm. Einer von euch Disenchanted geguckt? Kennt ihr das? Von den Simpsons und Futurama-Machern? Ja, die Serie ist richtig gut. Ich mein... Ja, habe ich reingeschaut. Von Matt Groening, ne? War ganz okay. Aber ich habe irgendwann auch abgebrochen. Ja, ist nicht so mein Ding. Ah, okay, finde ich super lustig. Also, zum Schießen. Ich habe ihn damals gesehen, aber was sind sie übertrieben? Ach so, ein letzter Anime, den ich euch noch empfehlen würde, auch in Isekai. Na, hau raus. Das ist Ari Futara. Wie schreibt man das? Da fragst du mich was. Ist das Japanisch? Warte, ich schreib's euch in den Chat. Okay. Na, würdest du das bitte da reinschreiben, du Wichser? Aber wäre dann nicht... Hast du dich gerade selber beleidigt, Renate? Okay. Interessant. Quasi Futurama vom Prinzip her in Isekai? Oh, jetzt hab ich's in den falschen Chat rein. Anime sind ja immer japanische Produktionen, aber eigentlich wäre es ja Isekai, ja. Weil er wird ja eingefroren, ist dann im Jahr 3000 und erwacht da wieder und erlebt ein Abenteuer. Ja, stimmt. Also ja, es ist das Prinzip von Isekai, ja. Na, ist auf jeden Fall, also wenn ich sagen würde, eine Serie, die ich in meinem Leben favorisieren würde, so als Trickfilm oder so, dann wäre das Futurama. Ist das aber nicht alles so auch ein bisschen krass freizügig oder ist das absichtlich so? Was? Also wenn ich jetzt den letzten von dir einfach mal googeln würde, also wie die da rumhüpfen, das ist halt ja, da so. Ist sehr viel von denen, welcher? Ari Futara oder was? Ja. Ari Futara ist doch nicht nackt. Ich sage nicht aber nackt, ich sage... Ist sag, auch nicht freizügig. Echt? Hey, Ari Futara ist doch auch nicht freizügig, im Gegenteil. Doch, ein bisschen. Ari Futara ist auch nicht freizügig, wo ist denn das bitte freizügig? Also ich habe es gerade selber nur gegoogelt und ich sehe so Clips, wo relativ viel... Ja, deswegen, also, weiß nicht. What the fuck, Ari Futara eigentlich doch nicht. Also bei Ari Futara ist eigentlich nichts wirklich freizügig. Ja, weiß ich nicht. Ich habe es auch einfach mal gegoogelt. Ich kenne ihn nicht. Ne? Das sind halt die typischen Anime-Mädchen, leicht bekleidet mit Röcken und teilweise Bikini. Ja. Naja. Okay. Sag mir Google was anderes. Dann keine Ahnung, was du da gegoogelt hast, ob du da was anderes gegoogelt hast. Da geht es eigentlich um einen Typen, der trägt eigentlich immer einen fetten schwarzen langen Mantel und hat ein Mädel dabei, die meistens ein weißes Kleid trägt. Und dann auch nicht irgendwie so ein Minirock oder so, sondern schon bis zu den Knien. Also das so freizügig ist, das finde ich jetzt nicht.
Okay. Wenn du was Freizügiges schauen willst, dann schau dir Highschool DxD an. Nein, du schaust nicht. Zeitverschwendung. Okay. Direkt so. Und es ist eigentlich nicht wirklich was freizügig. Also weder, ich habe ja viele jetzt genannt, wie zum Beispiel The Rising of the Shield Heroes, My Hero Academia, ja, ist gut, Rainer. Meine Wiedergeburt als Slime, ja. Shangri-La. Ja, das ist alles für groß und klein, also ob man etwas als freizügig empfindet oder so, ist doch, glaube ich, darf man hier ein Bild irgendwo posten mal? Ist das irgendwie möglich? Normalerweise solltest du keine Bilder posten können. Okay. Weil sonst würde ich nämlich so ein Bild aus Google mal posten und dann kannst du mir sagen, ob du das freizügig findest oder nicht. Das würde mich nochmal interessieren. Nee, hier werden keine Bilder gepostet. Okay. So, und was ich finde, ist sowieso was ganz anderes. Also, ich bin jetzt erstmal raus auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Eine Frage noch, Drache. Du hast ja letzte Nacht, hast du ja gestreamt. Streamst du heute Nacht wieder eigentlich? Also, ich meine nur. Weiß nicht, das war eine spontane Idee. Ach so, okay. Also, macht's gut. Ciao, schönen Abend noch. Boah, wir haben es geschafft. Das war schrecklich. Ich hatte 3 Stunden angeteasert, aber es sind dann doch nur 2,5 geworden, weil man konnte halt nicht viel dazu sagen, oder? Ich weiß nicht, was sollte ich da großartig kommentieren? Ne? Naja, solche Discord-Gespräche gibt's halt auch. Ne? Ja. Aber ganz ehrlich, wir müssen nochmal über den Metscore reden. 4 von 10 finde ich nicht. Das war mehr so die 1 von 10. Aber vielleicht habe ich da so ähnlich wie bei Reinalde eine andere Werteskala, weil Reinalde hatte ja den das Spiel Return to Moria mit 2 von 10 betitelt. Was ich dem Spiel ziemlich schade finde und dem auch nicht gerecht wird. Aber das hier war, finde ich, keine 4 von 10. Auf jeden Fall nicht. Gut. Ja, haben wir das auch hinter uns gebracht. Ja, 2,5 Stunden ist ein bisschen weniger, als ich gedacht habe. Aber ja, ist halt so, ne? Dafür gibt es dann wahrscheinlich irgendwann mal wieder einen neuen Discord, den wir uns zusammen anhören dürfen. In länger und spannender. Ne? Gut, ihr Lieben. Das war's für heute. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht hat es euch doch ein bisschen interessiert. Vielleicht seid ihr einfach eingeschlafen. Ne? Kann ich euch nicht verübeln. Ansonsten macht's erstmal gut. Metal off.